Was wollte ich sagen? Ja, letzte Episode waren wir ja in Hill Valley, das sich ein bisschen verändert hatte. Niedrige Verbrechensrate, aber Kontrollstaat ohne desgleichen. Wir konnten den Doc aus der Zukunft, aus der Zeit überzeugen, aber dann hat Edna ihn gefangen genommen und uns ebenfalls. Mal gucken, wie wir da heute wieder rauskommen. Ah, nein. Oh, jetzt habe ich das so. Egal. Was? Wo bin ich? Bürger Plus? Bürger Plus? Ja, das Bürger Plus Programm. Das Bürger Plus Programm ist ein Programm, wo Leute ihren freien Willen geraubt kriegen, sozusagen, und auch gesteuert werden können. Also eigentlich soll es für Verbrecher sein, damit die keine Verbrechen mehr begehen. Aber naja. Wurden letztes Mal ja eingesperrt. Sieht nicht so aus, als wäre sie an. Das ist nicht sehr entspannt. Sieht nicht so aus, als wäre sie an. Okay, und die später noch. Sorgen Sie dafür, dass der McFly-Junge für seine Bürger-Plus-Behandlung vorbereitet wird. Ich kümmere mich um meinen Ehemann. Wie geht es, Bürger Brown? Ich befürchte, es ist schlimmer, als wir dachten. Er ist völlig unsozial. Mist. Wir nutzen sämtliche Möglichkeiten, um ihn zu heilen. Aber ich fürchte, nur eine komplette Persönlichkeitswiederherstellung wird unseren Anführer zurückbringen. Und das ist alles McFlys Schuld? Unglaublich, oder? Ein einziger aufrührerischer Jugendlicher hat Hill Valley an den Rand des Ruins gebracht. Ja, nun, geben Sie Bescheid, wenn er bereit ist. Ich kümmere mich um Bürger Brown. Ich muss hier raus und Doc retten. Wir müssen raus und Doc retten. Okay, haben Sie eine Gitarre? Jemand hat meine Sachen weggesperrt. Die Kombination finde ich niemals allein heraus. Wir müssen wahrscheinlich die Kombination rausfinden. Theoretisch zu sein. Hey, lass mich raus! Hallo? Was? Lassen Sie mich raus, kann ich etwas essen haben? Warum ist mein Kram in einem Spind? Um zu gewährleisten, dass Bürger Plus-Patienten sich keinen Schaden zufügen, werden ihre Habseligkeiten bis zur Vollendung der Bürger Plus-Behandlung weggesperrt. Schaden zufügen? Es ist ein sehr intensives Programm. Manche verkraften das nicht. Kann ich mal einen Blick auf meine Sachen werfen? Wozu? Ich will sehen, ob meine Gitarre gut verstaut ist. Was? Kommen Sie, meine Eltern haben dafür ein Vermögen ausgegeben. Na gut, treten Sie von der Tür zurück. So, Gitarre gut verstaut? Naja, anscheinend schon. Gut. Sehen oder nicht? Die Kombination finde ich niemals allein heraus. Hey, konnte man nicht sehen. Hallo? Was ist? Hey, könnten Sie mir vielleicht einen Burger oder sowas ähnliches bringen? Ich hatte bisher nur einen Tofu-Hotdog. Die Regeln der Bürger Plus-Behandlung besagen bedauerlicherweise, dass Sie die Prozedur mit leerem Magen beginnen müssen. Ein Tofu-Burger.
Hey, ich habe ja vielleicht wieder was zu essen mit einem Tablett oder so, dass ich mir das Tablett überziehen kann, ne? Aber leider nicht. Lassen Sie mich raus! Tut mir leid, Sir, aber Bürger-Plus-Patienten dürfen ihren Warteraum erst verlassen, wenn der Bürger-Plus-Behandlungsraum für die Prozedur vorbereitet ist. Sie können mich nicht einsperren, das ist gesetzeswidrig. Als Sie Ihren Bürger-Plus-Behandlungsvertrag unterschrieben haben, gaben Sie der Bürger-Plus-Station rechtliche Handhabe, Sie bis zum Beginn Ihrer Bürger-Plus-Behandlung zu inhaftieren. Noch gar nicht unterschrieben. Ich habe nichts unterschrieben. Natürlich haben Sie das. Bürgerin Edna selbst hat mir die Papiere übergeben. Na klar hat sie das. Sie werden mir wohl nicht glauben, wenn ich Ihnen sage, dass Edna meine Unterschrift gefälscht hat. Der Witz war gut, Sir. Sie What? Werden mir wohl nicht glauben, wenn ich Ihnen sage, dass Edna meine Unterschrift... Der Witz war gut. Okay. Das können wir hier nicht machen. Also wir müssen wahrscheinlich irgendwie reinlocken, dass er uns aufmacht. Aber wir trotzdem sehen, was er eingibt. Jetzt, wie machen wir das? Oh, jetzt ist er an. Martin? Ah, Dad, bist du das? Wer denn sonst? Wo bist du? In der Garage, natürlich. Aber was machst du denn auf der Bürger-Plus-Station? Edna ließ mich reinwerfen. Das kann sie nicht mit dir machen. Wie kann ich helfen? Ja. Ich habe versucht, die Kombination über die Schulter des Wachmanns zu sehen, aber er ist zu groß. Über seine Schulter? Warte mal. Was? Ich hab's vielleicht auf Band. Ein bisschen zoomen, ein bisschen nachschärfen. Ha! Was? Die Kamera war hoch genug, um alles einzufangen. Gute Arbeit, Dad. Die Kombination ist 2 links, 8 rechts, 18 links, 32 rechts. Bitte. Hey, deine Gitarre. Tut mir leid, dass ich sie loswerden wollte. Ja, die Gitarre ist ziemlich cool, aber das hier ist mir wichtiger. Kein Grund, deinen Dad zu Tränen zu rühren. Oh. Jetzt haben wir die Gitarre in so unendliche Tasche gesteckt. Okay. Aber es war die Gitarre aus. Muss da rein. Dad! Wie kann ich dir helfen, mein Junge? Kannst du mir irgendwie helfen, aus dieser Klapsmühle zu kommen? Woran dachtest du dabei? Keine Ahnung. Vielleicht kannst du die Sicherheitssysteme umgehen. Umgehen? Na, du bist ja gut. Wir sind doch hier nicht in einem Science-Fiction-Film. Bleib in der Nähe. Bin so nah dran wie möglich, Martin. Versuche, ob ich die Gitarre mit dem Regensprechanlage verbinden kann. Wird eine Menge Aufmerksamkeit erregen, wenn ich Musik über den Lautsprecher spiele. Ich sollte auf das richtige Publikum warten. Hey. Nein. Hörsprechanlage. Hallo? Was ist? Kann ich mir meinen Kram nochmal angucken? Nein. Richtige Publikum warten. Doc. Aber ist das richtige Publikum? Weil was? Nein. Es wird eine Menge Aufmerksamkeit erregen, wenn ich Musik über den Lautsprecher spiele. Ich sollte auf das richtige Publikum warten. Wir haben das Fenster in die Sprechanlage. Wir haben die Tür und den Spind. Den Spind haben wir ausgeräumt. Er ist leer. Tür geht nicht auf. Hey, lass mich raus! Die Gegensprechanlage geht auch nicht mehr. Der Dad ist auch komplett. Dad! Wie kann ich dir helfen, mein Junge? Kannst du mir irgendwie helfen aus. Woran dachtest du dabei? Keine Ahnung. Vielleicht kannst du die Sicherheitssysteme umgehen. Umgehen? Okay. Ist alles uns das gleiche. Bleib in der Nähe. Bin. Oh, wir haben ein Fenster hier.
Oh, Jennifer. Jen? Hey, Jennifer! Ich muss sie auf mich aufmerksam machen. Frage ist, warum ist die Tür bei ihr offen? So. Gitarre. Wollen die falschen Knopf? Wird eine Menge Aufmerksamkeit erregen, wenn ich Musik über den Lautsprecher spiele. Ich sollte auf das richtige Publikum warten. Oh, ich dachte, sie wäre das richtige Publikum. Also nicht. Wo ist sie denn aufmerksam machen? Der Gitarre am Fenster? Da kann ich die Gitarre nicht anschließen. Ich glaube nicht, dass ein Foto meines Dads hier was nützt. Hey, Jen! Woraus sind diese Fenster gemacht? Wir waren so gut dicht. Man hört nichts. Doc! Haben halt auch nicht viele Optionen, ne? Sind überall das Gleiche? Sind überall das Gleiche? Oder kann ich... Hallo? Was ist? Ah. Dürfte ich Jennifer Parker besuchen? Sie ist nebenan. Fraternisierung ist Bürger Plus Patienten nicht gestattet. Es kontaminiert die Behandlung. Dürfte ich Jennifer Parker besuchen? Sie ist nebenan. Fraternisierung ist... Hey. Das geht auch nicht. Muss übersehen. Ich gehe mit R durch, dann kann man nochmal alles sehen, was wir haben. Das. Nö. Ist nix. Schade. Dann mal Fenster. Hey, Jen! Woraus sind diese Fenster gemacht? Wird eine Menge Aufmerksamkeit erregen, wenn ich Musik über das richtige Publikum... Ja, das wissen wir jetzt schon. Recht seltsam, also was könnte ich noch machen? Also ich habe jetzt eben gar keine Ahnung. Hat jemand von euch eine Ahnung oder eine Idee? Wir haben ja alles versucht. Kann eine Gegensprechanlage anwählen. Das ist nicht sehr entspannt. Da kann ich die Gitarre nicht anschließen. Okay, vielleicht halt das Poster zu schlagen oder so den Rahmen benutzen oder das Glas für irgendwas. Schon seltsam. Dad! Wie kann ich dir helfen, mein Junge? Kannst du mich mit Jennifer verbinden? Jennifer Parker? Ja, sie ist in dem Raum neben meinem. Mal sehen, das müsste Warteraum Beta sein. Geschafft. Hab dich durchgestellt, Sohn. Jennifer? Martin, bist du das? Wo bist du? Hier drüben, in der Kamera. Ach, Martin, hast du nicht schon genug Ärger am Hals? Ärger? Jen, was redest du denn da? Wegen der Trinkerei und des... AZÖ. Jennifer, was ist denn los mit dir? Du klingst irgendwie sonderbar. Ich war sonderbar, Martin. Aber dank meiner Bürger-Plus-Behandlung bin ich auf dem besten Weg, ein normaler, ausgeglichener Teenager zu werden. Bürger-Plus? Ach nein, Jen, nicht du auch noch. War die Behandlung? Wie war denn deine Bürger-Plus-Behandlung eigentlich so? Sie war... Nun, das ist komisch. Ich kann mich nicht erinnern. Muss eine Nebenwirkung der Behandlung sein. Jen, dieser ganze Bürger-Plus-Kram ist Betrug. Edna nutzt ihn, um die Kontrolle über alle in Hill Valley zu übernehmen, inklusive ihres Mannes. Bürgerin Edna sagte mir, dass du Wahnvorstellungen hast. Aber mir war nicht bewusst... Wie bist du eigentlich in das Bürger-Plus-Programm geraten? Mein Dad hat mich angemeldet und das ist auch gut so. Ich war völlig außer Kontrolle.
Mir gefiel es irgendwie. Ja. Hey, weißt du, wie spät es ist? Nein. Haben sie dir nicht so eine Art Digitaluhr gegeben, nachdem die Hirnwäsche vorüber war? Die Bürger-Plus-Uhr? So eine kriege ich frühestens nach 5, 6 weiteren Behandlungen. Ach, Mann. Jen, komm wieder zu dir. Das ist nicht dein wahres Ich. Ich meine, es ähnelt deinem wahren Ich, aber es ist nicht dein wahres Ich in dieser Zeitachse. Wow, das ist... Ja, es scheint verrückt. Du bist nicht verrückt, Martin. Nur krank. Ich weiß, wie es ist. Ich war ja auch krank. Aber jetzt werde ich nie wieder einen Buick besprühen oder mir Rockmusik anhören. Warum ist deine Tür offen? Da ich meine Bürger-Plus-Behandlung beendet habe, darf ich hingehen, wohin ich will. Ich warte nur darauf, dass mich die nette Wache nach draußen begleitet. Könntest du mir vielleicht helfen, auszubrechen, wenn du gehst? Ach, Martin, das kann ich nicht tun. Das ist gegen die Regeln. Okay, vergiss den Ausbruch. Könntest du mich besuchen kommen? Ich bin schon ganz einsam hier. Ich glaube, ein Treffen wäre keine gute Idee, solange du deine erste Bürger-Plus-Behandlung noch nicht hinter dir hast. Warum nicht? Ganz einfach, weil deine verflixten Hormone außer Kontrolle sind, Martin. Kannst du vielleicht noch ein Weilchen dableiben? Es ist schön, mit jemandem reden zu können, weißt du? Ich warte hier, bis mich der Wachmann abholt. Aber dann muss ich ihm erzählen, dass du Zugriff auf die Kameras hast. Ach komm schon, sei kein Spitzel. Ich bin kein Spitzel, ich bin ein guter Bürger. Aber jetzt haben wir den richtigen Zuhörer. Vielleicht können wir sie heilen mit der Gitarre. Okay, Jen, das hier wird dir bestimmt gefallen. Ich hoffe jedenfalls, dass es das noch tut. Martin? Jennifer. Oh, Martin. Martin? Was machst du? Ah! Was ist hier los? Ich habe keine Ahnung, Sir. Ich habe mich um meine Angelegenheiten gekümmert, als plötzlich dieser furchtbare Lärm aus der Kamera kam. Da stimmt was nicht. Ja, genau wie hier. Niemand spielt mit meinem Verstand, kapiert? Ha. Niemand. Ich bin Jennifer Parker, Rock'n'Roller. Jen? Oh, ja, richtig. Jen. Wir haben keine Zeit für Plaudereien, McFly. Wir müssen dich tarnen, damit wir hier rauskommen. Calvin Klein Unterwäsche? Echt jetzt? Fertig. Wie sehe ich aus? Etwas zu klein für ein Mitglied der Sturmtruppen, aber es muss reichen. Los! Was klein für ein Mitglied der Sturmtruppen ist ein Star Wars Zitat. Das ist sehr cool, oder? Ja, dann sind wir jetzt schon mal raus. Wir sind doch noch im Rein, ne? Hey. Okay, du Teufelskerl, was jetzt? Jetzt befreien wir Bürger Brown, machen, dass wir hier wegkommen und bringen die Dinge wieder in Ordnung. Mir egal, solange ich was zerschlagen kann. Ich habe eine Menge angestauter Aggressionen in mir, kapiert? Miss Parker. Was zur... Ich soll sie zur Lobby begleiten. Ihr Vater wartet auf sie. Er kann doch warten, oder? Ich hatte gehofft, dass dieser attraktive junge Mann mir ein wenig die Örtlichkeiten zeigen könnte. Ich muss leider darauf bestehen, Miss. Ganz ruhig, Jennifer. Ich habe alles unter Kontrolle. Wirklich? Wirklich. Okay, aber als erstes... Wofür war der? Für meine Rettung, Dummkopf. Gehen wir, Officer. Ich müsste Ihnen eigentlich einen Strafpunkt für einen AZÖ-Verstoß erteilen. Oh, leck mich. Was? Rock'n'Roll. Okay. Ja, der blöde Husten heute Morgen ist echt nicht so schön. Aber ich versuche immer ein bisschen auszuschalten, das Mikrofon. Sprechanlage.
Früher war sie ja nur ein wenig nervig, aber jetzt ist sie einfach nur böse. Hey. Das Tablett essen. Kann ich davon was haben? Ich habe ewig nichts gegessen. Nein, das gehört Tennen. Er darf nichts essen, solange er nicht seine Beruhigungspille genommen hat. Wir haben es vor einer Stunde versucht, aber er hat sie immer noch nicht geschluckt. Ich mach das. Ich kann sehr überzeugend sein. Nein. Nastengio trinkt eben einfach die Cola weg. Na nett. Kämpfe nicht dagegen an, Liebling. Du verletzt dich nur selbst. Hand hier drin, ne? Nee, war Jennifer. Hey! Hol mich hier raus! Sorry, ich kann dich nicht verstehen. Aber danke für die Klamotten. Ach so, das ist der Typ. Die Wache. Hey! Hab zu tun! Nein! Nein! Okay. Dann haben wir hier. Sieht wie ein kleiner Spalt zwischen Tür und Boden aus. Wow, die Tür ist wirklich fest verschlossen. Welchen kranken Freak sie da wohl eingesperrt haben. Ah. Oh, okay. Ich hätte es wissen müssen. Hi, Biff. Deine Sprechanlage scheint defekt zu sein. Sehr gut. Da wären eh nur Flüche und wirre Metaphern rausgekommen. Die Wache sagt, dass ich dir kein Essen geben soll, ehe du nicht deine Pille geschluckt hast. Erhöhe somatosensorische Substanzen um 17%. Idee. Lass ich nochmal die Pille spucken, dann müsste er sie auf die. Die Zeitung fallen, oder? Los, Biff, schluck schon deine Pille. Zeitung. Ah, Biffspucke. Oh, ich habe jetzt die Tablette in das Getränk, oder? Ich könnte die Pille in Biffs Essen stecken, aber die Wache wird es wohl kaum essen. Was kein Wunder ist. Uah. Aber der geht doch jetzt an das Getränk dran. Da. Nicht anfassen! Ich brauche das Koffein! Du also nicht. Keine Verbesserung, Bürgerin Edna. Soll ich die Behandlung wiederholen? Nun gut. Erhöhung des Gesamtstimulationslevels um den Faktor 1,21 Kilocals und das Ganze noch einmal. Hey. Was machst du hier drin? Wo war doch gleich die Toilette? Die nächste Toilettenpause ist erst in 158 Minuten. Jawohl. Sogar die Toilettenpause vorgeschrieben, na klasse. Da ist ein Ausgang. Jetzt muss ich nur noch Bürger Brown daraus schaffen. Keine Ahnung, welche Filme sie dort zeigen, aber es scheint ihnen keinen Spaß zu machen. Dieser Lautsprecher kommt mir irgendwie bekannt vor. Ja, das ist ja aus dem Büro von ihm, aus seiner Werkstatt damals, ne? Also im normalen 1986. Das sieht wie ein riesiger Lufterfrischer aus. Verrückt. Keine Sorge, Emmett. Es ist... Er sieht furchtbar aus. Hm.
Einmal die Tablette und die Zeitung. Mal die Objekte untersuchen. Das Beruhigungsmittel haut ganz schön rein. Hey, haut ganz schön rein, klar, aber. Ich habe gerade keine Lust auf ein Ständchen. Nicht anfassen! Ich brauche das Koffein! Ihm vielleicht die Tablette nicht mehr ausgewählt gehabt? Kann das sein? Hey, ist das da ein Zärtlichkeitsaustausch in der Öffentlichkeit? Was? Oh, das war wohl nur ein Schatten. Hör auf rumzualbern und geh zurück an die Arbeit! Ja, Sir. Hey. Und? Was haben die Biff bloß verabreicht? Ein Pferdebetäubungsmittel? Echt ein starkes Betäubungsmittel. Hey, Wache! Wer? Ich? Ich meine, ich? Ja, selbstverständlich. Der Nichtsnutz von Techniker schläft mal wieder während der Arbeitszeit. Seien Sie doch bitte so freundlich und kümmern sich um die Bürger-Plus-Steuerung, ja? Ja, sicher. Okay, Doc, ich bin drin. Wie bekomme ich dich jetzt hier raus, ohne dich in einen Zombie zu verwandeln? Hey. Richten Sie bitte die limbischen Inverter neu aus. Mann, wo ist der Ausschalter an diesem Teil? Hey, ein Equalizer. Zumindest denke ich, dass es einer ist. Optikregler? Leerregler? Lautstärkeregler? Lautstärke? Endlich, das verstehe ich. Mach mal das, was wir immer machen mit der Gitarre, ne? Okay, das hat ihn ein Stück bewegt. Vielleicht kann ich ihn direkt aus der Tür pusten. Da kann ich die Gitarre nicht anschließen. Kriminalitätsrate wieder so niedrig wie nie. Klar, weil es ein Polizeistaat ist. Was machen Sie? Taktil? Wow, Entschuldigung. Elektrostöße geben im Arm, Doc. Optik? Nicht so gut, ne? Nein! Nein! Nochmal da hochstellen? Schätze, die Lautsprecher werden ihn nicht weiterschubsen, bis ich ein richtig lautes Geräusch finde. Ja gut, dann... Wo kann ich denn die Gitarre anschließen? Da kann ich die Gitarre nicht anschließen. Tut mir leid wegen der Unannehmlichkeiten, Liebster. Aber es ist zu deinem Besten. Luftspender-Tür. Wache. Ach, der schläft noch eine Weile. Vermutlich pumpt das Ding Gerüche in den Bürger plus Helm. Okay. Will das Mikro gehen? Oder? Ob der Regner taktiler Mikro? Olfaktorisch? Olfaktorisch? Ich glaube, ich weiß, was das heißt. Zur... Scheint, als ob die Aromatanks wieder verstopft sind. Oh, danke.
Das war mir entgangen. Los, machen Sie sich nützlich. Entschuldige die Verzögerung. Das würde schneller gehen, wenn du den Unsinn mit den Zeitmaschinen und dem Ändern der Vergangenheit lassen würdest. Du solltest dich auf die Zukunft konzentrieren. Es gibt keine Zukunft für uns. In ein paar Stunden wirst du das nicht mehr denken. Edna, du solltest die Folgen deiner Handlungen bedenken. Ich? Du bedrohst die öffentliche Ordnung von Hill Valley mit deinem verrückten Zeitmaschinengeplapper. Da können wir auf jeden Fall daran anschließen. Schauen wir mal. Let's go. Hey Doc, es wird langsam Zeit zu gehen. Was war das? Du, was soll das werden? Ich hole meinen Freund hier raus, du Spinner. Okay, das war nicht ganz so dramatisch wie beabsichtigt. Los, euer Ehren. Was? Ich kann nichts verstehen. Eine Ursache. So macht man das. Achtung, Bürger. Dies ist ein Alarm der Stufe Omega 1. Potenziell gewalttätige Dissidenten treiben im Rathaus ihr Unwesen. Bitte gehen Sie nach Hause, bis das Problem gelöst wurde. Guten Tag. Hey. Was tun wir jetzt? Jetzt warten wir, bis die Wachen verschwinden und dann laufen wir zur Zeitmaschine. Hey, das ist meine Mom. Hey, sprich nicht mit ihr, sie könnte uns verraten. Hey, aber was ich halt komisch finde, ist, eigentlich sind ja Doc und Mark zusammen in diese Zeit gereist und der Doc auf einmal weg und war dann der Doc aus der Zeit. Aber eigentlich war es bei Zurück in Zukunft immer so, wenn man zurückgereist ist, war man ja trotzdem der man ist, aber und ersetzte den anderen. Ja. Gut. Wo ist der DeLorean überhaupt? Ich habe das Wrack zu meinem geheimen Labor bei der Eastwood-Schlucht bringen lassen. Clayton-Schlucht? Wie Clara Clayton? Warum? Ist das von Bedeutung? Nun ja, Clara Clayton sollte mal ihre Frau werden, also ja. Faszinierend. Sollten wir nicht helfen? Wenn wir es zurückreisen und die Geschichte verändern, wird das nicht passieren. Ja, wahrscheinlich. Und er sagt Eastwood-Schlucht und er sagt Clayton-Schlucht. Hä? Was hat Edna mit ihnen gemacht? Was zum Teufel hat Edna da hinten mit ihnen gemacht? Sie hat versucht, meine Persönlichkeit völlig neu zu erschaffen und die Teile zu löschen, die ihr nicht gefallen. Hart. Oh. Na gut, Dad. Nichts für ungut, euer Ehren, aber warum haben Sie Edna überhaupt geheiratet? Sie ist irgendwie irre. Ja, jetzt. Aber damals, als wir uns kennenlernten, zügelte ihr unerbittliches Verständnis von richtig und falsch ihren Wahnsinn. Na, zumindest schien es damals so. Mom, Dad, nein! Keine Sorge, wenn wir die Zeit gerade repariert haben, wird nichts von dem geschehen sein. Ja, wahrscheinlich. Oh, gut, die Luft scheint rein zu sein. Kümmern wir uns um den DeLorean. Ich fürchte, das muss ich ohne dich tun, Martin. Was? Warum?
Nun, soviel ich über Zeitreisen weiß, kann eine Art Zeitparadoxon entstehen. Und zwar, wenn wir nach 1931 zurückkehren und du mir bei der Reparatur der Zeitmaschine hilfst. Was soll ich denn machen? Einfach in dem Irrenhill Valley rumhocken, bis sie die Zeitmaschine repariert haben? Exakt. Aber keine Sorge, wenn alles nach Plan verläuft, wirst du nicht einmal bemerken, dass ich weg war. Wissen Sie, für einen Moment klangen Sie genauso verwirrend wie der echte Doc. Siehst du? Wir machen schon Fortschritte. Bis bald, Martin. Viel Glück, Euer Ehren. Und du solltest dich für ein paar Sekunden von der Straße fernhalten. Von der Straße fernhalten? Bürger Brown? Emmett? Nur warten, okay. Das Problem ist halt... Er wird nie zurückkommen, weißt du? Wovon sprechen Sie da? Von Emmett. Denn ohne meine Führung ist er beinahe nutzlos. Bevor ich ihn fand, war er ein trauriger Versager, der nie etwas zu Ende gebracht hat. Doch sieh nur, was er mit meiner Inspiration geschaffen hat. Ja, so toll ist das auch nicht, was er geschaffen hat. Jetzt müssen wir warten. Auf den Dorf, okay. Also ja gut, dass er Marty so geglaubt hat, ne? Vor Ort eigentlich, also fast sofort. Sie sind nicht die einzige Inspiration in Docs Leben. In meiner Zeitachse hat er eine der nettesten Frauen des 19. Jahrhunderts geheiratet. Nett? Pah! Emmett braucht Disziplin, um sich zu konzentrieren. Er lässt sich so leicht ablenken. Sie glauben, Sie hätten Doc inspiriert? Sie sollten wissen, dass Emmett Brown ohne Sie einen fliegenden zeitreisenden DeLorean bauen würde und einen fliegenden Zeitzug. Lächerlich. Ohne meine Hilfe könnte Emmett nicht einmal eine Hundefüttermaschine bauen. Ja, aber das hat er ohne Sie. Hat er wirklich? Ja, Sie haben ihn inspiriert. Und zwar dazu, aus Hill Valley einen Haufen spießiger Idioten zu machen. Ich erwarte nicht, dass ein Delinquent wie du es versteht. Okay, Euer Ehren. Ich mache mir langsam etwas Sorgen. Es hat funktioniert! Haha! Gerade bin ich noch in der Gegenwart und dann 6 Monate in der Vergangenheit. Unglaublich! 6 Monate? Sie haben 6 Monate gebraucht, um die Zeitmaschine zu reparieren? 6 Monate, mein Familienvermögen und einen zwielichtigen Handel mit libyschen Nationalisten. Aber das war es wert. Emmett, tu das nicht. Du brauchst Hilfe. Ach, das kannst du dir abschminken, meine Liebe. Ich bin in die Vergangenheit entkommen. Deine Scheidungsanwälte können... Oh, Martin, wie lange hast du auf mich gewartet? Ein paar Minuten vielleicht. Das ist merkwürdig. Ich habe die reparierte Zeitleitung nur auf ein paar Sekunden nach meinem Verschwinden eingestellt. Nun ja, sicher kein Grund zur Besorgnis. Wahrscheinlich nur eine Fehlkalibrierung der Zeitleitung. Hier. Was ist das? Kleidung für unseren Ausflug. So kannst du doch 1931 nicht herumlaufen. Moment, unser Ausflug? Du dachtest doch nicht, ich lasse dich den schlimmsten Fehler meines Lebens allein korrigieren, oder? Gut, geh nur. Ich ruiniere dich, Emmett! Das ist meine Stadt! Kann sie auch gerne behalten, ne? Zeitleitung eingestellt auf den 26. August 1931. Sind Sie startklar, Euer Ehren? Nenn mich Doc! Okay, ab geht's wieder in die Vergangenheit. Da habe ich Sie zuletzt gesehen. Sie, Ihr jüngeres Ich.
Sie gingen in diese Richtung, Arm in Arm mit Edna. Puh, zum Glück war meine Ex-Frau nie der Typ für Küsse bei der ersten Verabredung. Wenn wir schnell und konzentriert vorgehen, können wir es schaffen, dass ihre, ich meine, unsere Beziehung nie über das Händchenhalten hinausgeht. Oh, sieh dir das an. Das alte Kino der Stadt. Was ist damit? Ich habe seit Jahren nicht mehr an diesen Ort gedacht. Meine Gute hat mich 71 dazu gebracht, es abzureißen. Sie sagte, Filme verderben die jungen Leute. Das ist natürlich alles Unsinn. In meiner Jugend habe ich hier unzählige Abende verbracht. Und aus mir ist nie ein Rowdy geworden. Sag mal, erinnerst du dich an der öffentliche Feind? Dieser dreckige, feige, schmierige Hund! Hab's aber nie geschafft, Frankenstein zu sehen. Aber jetzt muss er ihn sehen. Das hat das Problem verursacht. Erinnern Sie sich? Wir müssen Ihr jüngeres Ich Frankenstein sehen lassen. Richtig, natürlich. Der Film hätte in meiner Fantasie eine Kettenreaktion verursachen und mich zu der Idee inspirieren sollen, mit der meine wissenschaftliche Karriere begann. Wissen Sie denn immer noch nicht, was diese Idee war? Wie könnte ich? Das hat im Verstand eines anderen Emmett Brown stattgefunden. Ein Emmett Brown, der vom Sand der Zeit ausgelöscht wurde. Glücklicherweise kenne ich meinen eigenen Verstand. Schließlich lebe ich schon seit über 70 Jahren mit ihm. Sobald wir mein jüngeres Ich wieder durch den Film inspirieren, wird ihn nichts davon abhalten, seine... Grundgütiger, sieh dir das an! Der Rathausplatz? Genau wie in meiner Erinnerung. Nur schmutziger. Oh, das alte Rathaus! Kommen Sie schon, Doc. Sie müssen reingehen und sich umsehen. Erste Regel für Zeitreisen, Doc. Lassen Sie sich nie vor Ihrem anderen Ich blicken. Dadurch könnte die Realität zusammenbrechen oder so. Du meinst? Genau hinter Ihnen, nicht hinsehen. Gehen Sie weiter. Ich sage es Ihnen, wenn Sie weg sind. Und vergessen Sie nicht, Sie sind Carl Sagan. Ist das dieser berühmte Autor? Der mutmaßliche Brandstifter. Was? Spielen Sie einfach mit. Der mutmaßliche Brandstifter. Überzeuge er mit sich, Fackelstellen anzusehen. Ja, gut. Nur wir das hinbekommen. Alleine nicht, ne? Michael, du tauchst immer in den seltsamsten Momenten auf. Wo hast du gesteckt? Im Jahr 1986 darf ich ihn lieber nicht in einer geschaffenen Dystopie, in einer geistigen Umerziehungseinrichtung. Ach, weißt du, hier und da. Du bist selbst nicht gerade leicht aufzutreiben. Ich habe dich gestern Abend gesucht, aber... Da habe ich wohl gerade eine wunderschöne Dame ausgeführt. Weißt du, ich konnte mich noch gar nicht bei dir bedanken. Ach, ich bin mir sicher, du wärst Kit auch allein entwischt. Kit? Oh ja, dafür bin ich dir dankbar. Aber ich meinte eigentlich Edna. Jetzt kommt es mir komisch vor. Doch bis zu diesem Vorfall dachte ich wirklich, wir könnten uns nicht ausstehen. Ja, das war schon der erste Eindruck. Naja, Mädchen sind schon toll, aber verlier nicht den Kopf. Es ist so, du solltest dich nicht durch Edna ablenken lassen von, du weißt schon, den wichtigen Dingen. Beende dein Projekt für die Expo und sieh dir Frankenstein an. Ach, Humbug, ich bin viel zu beschäftigt, um mir Filme anzusehen. Das ist nicht gut, weil... Und mein Projekt ist übrigens so gut wie fertig. Das Raketenauto? Raketenauto? Du bist ja gar nicht auf dem Laufenden. Das Raketenauto habe ich verschrottet. Aber... Mehr Ärger als Nutzen. Ich werde nie ein Antriebssystem entwickeln, das so funktioniert, wie ich es will. Außerdem ist ein gesellschaftlicher Nutzen praktisch nicht vorhanden. Er ist halt Edna ihn wahrscheinlich eingestrichtert. Du wirst es schaffen, Emmett. Du brauchst nur ein bisschen Inspiration, das ist alles. Sieh dir doch... Der mentale Affinitätsmesser ist ein viel bedeutenderes Projekt. Der was? Das war Ednas Idee. Sie saß mir wirklich im Nacken, damit alles bis zur Expo fertig wird. Na sicher, Emmett, ich bin etwas verwirrt. Ja, das eine Verabredung. Das war nur ein Tag. Welcher Tag ist heute? Na, heute ist die Eröffnung. Die Eröffnung der Expo. Da fällt mir ein, ich muss schnell ins Labor zurück. Wenn Edna mich rumtrödeln sieht, macht sie mir die Hölle heiß. Wir sehen uns, Corleone. 12. Oktober? Doc? Und also ein bisschen zu spät da. Okay.
Irgendwas stimmt da ganz und gar nicht. Entweder die Zeitleitung hat irgendwie falsch repariert oder. Wer weiß. Für August ist es wirklich etwas zu Wie frisch. 2 Monate zu spät. Die Expo fängt bald an und ihr jüngeres Ich hat sich schon kopfüber in Edna verliebt. Ich habe immer dazu geneigt, Dinge zu überstürzen. Dann stürzen wir uns jetzt in den DeLorean und reisen zum richtigen Datum. Nein, viel zu riskant. Erinnerst du dich, wie ich dich 86 zu spät abgeholt habe? Ja. Das sollte uns eine Warnung sein. Irgendwas ist mit der Zeitleitung furchtbar schief gelaufen und das Problem scheint immer schlimmer zu werden. Würden wir jetzt einen Zeitsprung versuchen, könnten wir im kenozoischen Zeitalter landen oder sogar im Mesozoikum. Dann sitzen wir fest? Fürs Erste schon. Ich werde mich darum kümmern und sehen, was ich tun kann. In der Zwischenzeit kannst du an dem anderen Problem arbeiten. Genau. Ich gehe ins Labor und versuche, ihrem jüngeren Ich auszureden. Unmöglich. Wenn mein jüngeres Ich bereits so fanat in Edna ist, wie du sagst, wirst du ihm gar nichts ausreden können. Glaub mir, ich erinnere mich. Konzentriere dich lieber auf die rationalere Hälfte des Paars. Edna? Aber wo finde ich sie? Was glaubst du denn? Ich fahre. Der DeLorean sollte zumindest noch für Reisen durch die ersten 3 Dimensionen funktionieren. Okay. Und so auf zur Hilfe die Expo. Sie hatten recht, da ist sie. Wenn meine bald zukünftige Ex-Frau eines ist, dann berechenbar. Muss ich wirklich mit ihr sprechen? Könnte ich mich nicht einfach etwas umsehen und sie reparieren die Zeitleitung? Ja. Ich rede mit ihr. Sie sollten den DeLorean lieber verstecken, bevor jemand... Hey, Sie! Da versperren Sie den Weg! Alle Auto der Zukunft-Bewerber müssen sich im nördlichen Zelt melden. Warum nicht? Viel Glück! Auto der Zukunft, ja. Das ist wirklich ein Auto der Zukunft. Okay. Also, auf zu Edna. Ich will die überzeugen. Buchstabieren? B-R-O-W-N. Nicht gerade ein seltener Name. Er ist trotzdem nicht auf der Liste. Tut mir leid. Ach zum... Lassen Sie es mich noch einmal versuchen. Das hier ist die Hill Valley Expo, richtig? Die erste. Allerdings. Und der Zweck unserer Messe ist, neueste Technologien zu zeigen. Richtig. Und Hill Valleys Ruf als fortschrittliche Stadt zu verbessern und zu stärken. Und trotzdem wollen Sie den Schöpfer dieser großartigen Erfindung einfach davon ausschließen. Ich will es gar nicht, aber... Oh je. Mr. Corleone, Sie tauchen immer in den seltsamsten Momenten auf. Was tun Sie hier? Die und Emmett auseinanderbringen. Ich muss... Was es auch ist, ich hoffe nur, Sie haben nichts mit Mr. Dickschädel hier zu tun. Anscheinend ist es seine einzige Aufgabe, Leuten bei ihren Angelegenheiten im Weg zu stehen. Unter uns. Es ist ein Wunder, dass es die Tenen Gang mit ihm als Buchhalter so weit gebracht hat. Haben Sie Emmett gesehen? Dann nein. Haben Sie von seinem großen Durchbruch gehört, dem mentalen Affinitätsmesser. Ist das nicht aufregend? Wenn man bedenkt, dass ihm seine Bedeutung nicht bewusst war, bis ich sie ihm klargemacht habe. Ich kenne niemanden wie ihn. Er erkennt sein Potenzial einfach nicht. Darüber wollte ich mit Ihnen reden, über Emmett und sein Potenzial. Komisch. Zuerst habe ich es selbst nicht erkannt. Ich dachte sogar, ich kann ihn nicht ausstehen. Ja. Ich versteh's nicht. Emmett ist zwar nett, aber er ist nicht gerade der Typ, dem die Mädchenherzen zufliegen. Tja, ich bin kein gewöhnliches Mädchen. Ja, aber... Ich weiß Ihre Sorge zu schätzen, Mr. Corleone, aber ich komme schon allein zurecht. Ich weiß, was für mich das A und O bei einem Mann ist. Und Emmett ist buchstäblich perfekt. Er heißt Emmett Brown. Reimt sich auf Clown, wofür ich Sie langsam halte. Sicher nur eine einfache Verwechslung. Daran habe ich keinen Zweifel. Ach, reimt sich auf Clown. Okay, Emmett ist also der Richtige. Ein Mann, wie Sie ihn sich wünschen. Ja. Was genau wünschen Sie sich denn? Sie wären ein guter Journalist, Mr. Corleone, wissen Sie das?
Da wäre zuerst sein Erscheinungsbild. Emmett ist vielleicht kein Clark Gable, aber er ist überraschend reinlich. Ich habe ihm für die Expo den weißen Anzug meines Großvaters gegeben. Sie sollten ihn darin sehen. Er strahlt förmlich. Sieht gut im Anzug aus, verstehe. Und er ist mir völlig treu. Das ist wichtig. Ich habe keine Zeit und kein Verständnis für Schürzenjäger. Treu wie ein Hund. Okay. Drittens und am allerwichtigsten. Ja? Sein Verstand natürlich. Er ist brillant und rechtschaffen durch und durch. Sein eigener mentaler Affinitätsmesser zeigt es. Er ist ein Musterbürger. Toller Verstand, verstehe. Und wenn sich herausstellen sollte, dass Sie sich in einer dieser Eigenschaften geirrt haben. Was geht Sie das an? Ich bin nur neugierig. Versuche, die Frauen zu verstehen. Sie sollten eins wissen. Ich bin kein ängstliches Mädchen, das bei dem ersten Anzeichen von Problemen davonläuft. Ich habe viel in Emmett investiert. Kein Geld, aber ich habe all meine Hoffnungen auf ihn gesetzt. Ich müsste schon schwer enttäuscht sein, um mich von Emmett zu trennen. Verstanden? Aha. Also, Herr Nachwuchsjournalist, noch Fragen? Hey. 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 Wie geht's? Emmett nicht mehr? Dann ausgehen. Okay, ich geh's gleich wieder. Emmett ist ein Womanizer. Sie kennt Emmett nicht so gut wie ich. Gut, dass Emmett in die beständig wird. Was ist ein mentaler Affinitätsmesser? Was ist eigentlich dieser mentale Affinitätsmesser? Oh, er ist eine absolut revolutionäre Erfindung. Er misst die Affinitäten einer Person. Was sie anzieht, was sie abstößt. Solche Dinge. Interessant. Und das funktioniert wirklich? Natürlich. Wozu sollte man etwas erfinden, das nicht funktioniert? Auf jeden Fall funktioniert es gut genug für meine Zwecke. Emmett ist ein Womanizer? Nee, ich weiß nicht. Sie kennen Emmett nicht so gut wie ich. Gut, dass Emmett endlich beständig wird. Oh, ein Womanizer. Ich kann mir Emmett nur schwer als Womanizer vorstellen. Womanizer? Einer, auf den die Mädchen fliegen. Fliegen? Jemand, der... Sie wissen schon. Also ein Frauenschwarm? Ja. Ich schätze, das ist Geschmackssache, aber... Mit Pomade in den Haaren und herausgeputzt im weißen Anzug meines Großvaters strahlt Emmett geradezu. Mein Herz schlägt höher, wenn ich nur an ihn denke. Also so wie sie diesen weißen Anzug ihres Großvaters betont, sollten wir vielleicht Emmett dazu bringen, was anderes anzuziehen oder ihm den Anzug zu versauen. Das ist ja vielleicht auch noch eine Idee. Wir müssen halt Emmett als Jugendlichen mit ihr auseinanderbringen, weil sonst die Zukunft schrecklich wird. Sie meinen zwar, Emmett ist ein Musterbürger, doch Sie kennen ihn nicht so gut wie ich. Wussten Sie, dass er ein paar Libyer um Plutonium betrogen hat? Plutonium? Was sollten Libyer mit Plutonium anfangen? Sicher hatte er dafür einen guten Grund. Emmets mentaler Affinitätsmesser zeigt eindeutig, dass sein Verstand völlig rechtschaffend ist. Hat einen Zug entführt, ja. Einmal hat Emmett einen Zug entführt, um eines seiner Experimente durchzuführen. Ich bitte Sie, in Hill Valley hat es seit Mad Dog Tannens Zeiten keinen Eisenbahnraub gegeben. Mein Vizerektor hasst ihn. Emmett hat zu seiner Zeit viele zwielichtige Dinge getan. Mein Vizerektor sagte, ich solle mich von ihm fernhalten. Ihr Vizerektor klingt wie ein Dummkopf. Gut, dass der Vizerektor Ihr Bruder ist, ne? Sie sagen, Emmett hat nur Augen für Sie? Absolut. Es ist beinahe befremdlich, wie hingebungsvoll er ist. Ach ja, gut zu hören, dass er endlich beständig wird. Ja, beständig wird? Ja, dass er nicht mehr von Blüte zu Blüte fliegt. Von Blüte zu... Sie machen Witze. Ja, Emmett ist ein Herzensbruch. Irgendwie tun Sie mir alle leid. Wer? Emmets andere Mädchen, jetzt da in festen Händen ist. Bitte. Ich glaube, mittlerweile kenne ich ihn. Es gibt keine anderen Mädchen. Rudy, ja, danke schön für den Lurk. Viel Spaß beim Lesen und ja, warte auf dein Essen, lass es denn schmecken, ne? Ich frage mich, was aus Emmets kleinem schwarzen Buch wird. Kleines schwarzes Buch? Oh, es ist legendär. Damit konnte Emmett der, Valentino der Hill Valley High werden. Mann, ich frage mich, ob er es vielleicht mir gibt. Sie müssen mich für sehr leichtgläubig halten, Mr. Corleone. Das ist alles, was ich wissen wollte. Gern geschehen.
Okay. Hey, Arti, hast du meinen Kranz gesehen? Meinst du den hier? Ja, danke. Sie kommt und geht, wie sie will. Und ich muss warten. Großartig. Sie scheint aber auch das Maskottchen der Expo zu sein, ne? Ja, Tiki, dann nochmal vielen lieben Dank für deinen Raid. Und viel Spaß im Lurk und viel Spaß beim Wohnung putzen, ne? Wir hören uns und sehen uns. Gut, haben wir das. Also wir müssten also ihn dazu bringen, eventuell, wie gesagt, andere Kleidung zu tragen und eventuell dazu bringen, mit irgendeiner Frau Punkt zu machen. Vielleicht sollten wir sie dazu bringen, dass sie ihn küsst. Aber es würde sie rasend machen. Die Frage ist nur, wo ist er? Wo ist der junge Emmet? Ist er schon irgendwo hier oder nicht? Nicht so schick wie mein Wagen im Jahr 1986. Herrje, ich hoffe, ich habe 86 noch einen Wagen. Ich glaube, in der Zukunft, wo wir waren, nicht mehr. Da gibt es ja nur Elektroautos und keine Geländewagen mehr und keine... Wir gehen mal zu Trixie rüber. Ich heiße all jene willkommen, die diese geheiligten Hallen betreten. Ich heiße all jene willkommen, die diese geheiligten Hallen betreten. Ich heiße all jene... Oh, hey Kleiner, sag mal, bist du nicht der Kerl, der... Sie gegen Kit Tennen aufgebracht hat? Ja. Du siehst ohne Bart viel jünger aus. Das war wirklich ein schmutziger Trick, mir einzureden. Kit hätte Arti kalt gemacht. Tut mir leid, das war die einzige Möglichkeit... Ach, vergiss es. Das versuche ich zumindest. Vorbei ist vorbei, das ist mein Motto. Einfach für den Moment leben. Genau. Also, was machst du hier? Wollen Sie die Hebel bedienen, die die Zukunft steuern? Auf der Expo, Dummerchen. Technik für eine bessere Zukunft und das alles. Oh, ja, deshalb bin ich hier. Gut. Ich glaube, sie dabei helfen wird. Hören Sie, ich habe einen Vorschlag. Ich habe da diesen Freund. Vergiss es. Ich bin mit Arti zusammen. Nein, das meinte ich nicht. Mein Freund ist in einer Beziehung. Mit Edna Strickland. Oh, armer Trottel. Das wünsche ich niemandem. Dann verstehen Sie, worauf ich hinaus will. Er lässt sich nicht zur Vernunft bringen, aber vielleicht macht sie Schluss, wenn sie denkt, sie beide... Ah, du bist ja echt hinterhältig, Kleiner. Manchmal bleiben einem nur noch miese Tricks. Was meinen Sie? Tut mir leid. Edna ist zwar eine Nervensäge, aber wenn ich jeder Frau, die mich nicht mag, böse Streiche spiele, dann würde ich viele Streiche spielen. Außerdem ist das unter der Würde von Techne, der Muse des Fortschritts. Okay. Vielleicht kriegen wir sie ja doch nicht da irgendwie dazu, dass sie uns hilft. Wer hatte die Idee für eine Wissenschafts- und Technologiemesse in Hill Valley? Keine Ahnung. Arti meint, das sind nur Brot und Spiele. Aber ich habe noch keinen Krümel gesehen. Hey, Wie läuft Kids Verfahren? Langsam. Wie sagt man so schön? Die Mühlen der Justiz mahlen langsam, aber gründlich. Außer in Hill Valley. Da mahlen sie gar nicht. Was? Nichts, nur etwas, das ich einmal gehört habe. Sie bereuen nicht, sich gegen ihn gewendet zu haben? Kein bisschen. Ich hätte es besser wissen sollen, als ich mich mit ihm eingelassen habe. Aber ich war dumm. Ich bin auf seinen Charme reingefallen. Charme? Hey, Charme. Dann arbeitet Arti auch für die Expo, hm? Oh, Arti macht sich großartig. Die Zeitungen haben eine große Sache aus seiner Aussage gegen Kit gemacht. Seitdem rennen ihm die Leute die Tür ein. Die Expo hat echt Glück, dass er hier arbeitet. Gut, wenn er erfolgreich ist dadurch. Machen Sie hier? Also, wen sollen Sie darstellen? Hast du in der Schule nicht aufgepasst? Ich bin Techne, die Muse des Fortschritts. Zu erkennen an den Blitzen. Da war ich wohl gerade Kreide holen. Ich soll sowas wie eine Göttin sein.
Ich inspiriere all die großen Männer zu ihren Entdeckungen. Und auch Frauen. Wir wollen Marie Curie nicht vergessen. Niemals. Sie arbeiten also für die Expo? Ja, ist das nicht klasse? Ich begrüße alle wichtigen Gäste und am letzten Tag werde ich dem Sieger die goldene Sonnenuhr verleihen. Goldene Sonnenuhr, okay. Techne, die Muse des Fortschritts. Kein schlechter Job. Ati hat ihn mir besorgt. Der erste Schritt zur anständigen Frau. Ich meine, sie war vorher Sängerin, ne? Clubsängerin. Sie hätte auch einen anderen Job haben können. Kommen Sie, helfen Sie mir mit Edna. Aber mein Freund Emmett braucht unbedingt Hilfe. Er geht mit Edna Strickland aus? Ja, der braucht wirklich dringend Hilfe. Sie sollen ihn nicht verführen. Tun Sie nur, als hätten Sie was mit ihm. Das wird Sie irre machen. Das würde es wohl. Und? Mm-mm. Das würde ich keinem anderen Mädchen antun. Außer ich bin stinksauer auf Sie. Das könnte meinem Ruf als Muse schaden. Hey. Bis bald, Trixie. Aus dieser Kammer der Wunder sagen wir Ihnen Lebewohl. Also müssen wir jetzt Trixie stinksauer auf Edna machen, damit sie Emmett führt. Oder beziehungsweise so gut als ob. Was ist eigentlich hier? Hab noch einiges zu tun. Okay. Frage ist, wo ist er denn? Ah, Sorge dafür, dass Trixie sauer auf Edna ist. Okay. Wieder da, Mr. Corleone. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich habe nachgedacht. Ich weiß über Trixie Trotter Bescheid. Ja? Anscheinend wurde sie zu einer Art Expo-Königin gemacht. Techne, die Muse des Fortschritts. Das ist nicht wahr. Nun ja, Hill Valley sollte durch die Expo einen Ruf bekommen. Ich wusste nicht, dass es so gemeint war. Was haben Sie gegen Trixie? Es geht ums Prinzip. Wie kann unsere Stadt nur von so einer Frau repräsentiert werden? Das nehme ich nicht hin. Als verantwortungsvolle Bürgerin fordere ich, dass Sie diese Muse entlassen. Trixie? Was ist mit ihr? Sie ist wohl kaum für einen ehrenvollen Platz bei einem öffentlichen Ereignis geeignet. Hören Sie, Lady. Sie passt in das Kostüm. Sie ist Amerikanerin. Und sie hat es sogar geschafft, ihren Text zu lernen. Also, was wollen Sie mehr? Oh, diese Leute sind unmöglich. Sie wollen, dass man Trixie feuert? Man darf nicht zulassen, dass solche Frauen in der Gesellschaft zu Respektspersonen werden. Das ist ein schlechtes Zeichen für die Zukunft. Wirklich? Aber erzählen Sie das mal diesem armen Trottel. Sie hat ihm völlig den Kopf verdreht. Das ist ihre Taktik. Ach ja? Aber ich könnte für ihre Entlassung sorgen, wenn ich etwas gegen sie in der Hand hätte. Zweifellos hat so eine Frau viele Skandale zu verbergen. Ich würde sie aufdecken, wäre ich noch Reporterin. Aber ich habe keine Zeit. Ich bin mit Emmett und seiner Erfindung beschäftigt. Das ist schon fies, also. Dann müssen wir jetzt sie dazu bringen, dass sie gefeuert, damit sie sauer ist, damit sie... Oh Gott. Ja, okay. Sie würden also nicht zögern, Trixie Trotter feuern zu lassen? Wenn ich etwas gegen sie in der Hand hätte. Offensichtlich hat sie ihren Arbeitgeber völlig durcheinander gebracht. Man müsste ihm schon etwas Schockierendes zeigen, um ihm die Augen zu öffnen. Das ist alles, was ich wissen wollte. Gern geschehen. Okay. Was ist mit Ihnen? Haben Sie irgendwelche Fragen? Nein. Dann lassen Sie mich bitte durch. Das kann ich leider nicht. Bis ich Ihr Anmeldeformular finde. Das ist doch lächerlich! Dem Typ? Jetzt weiß ich, das ist der Typ, der in der Bar saß mit seiner Freundin, die ich umgekloppt habe. Beziehungsweise der sich selbst hingelegt hat. Hey, Entschuldigung. Ja? Wann öffnet die Expo? Erst heute Abend. Jeder, der hier nicht offiziell zu tun hat, verlässt bitte das Gelände. Hast du hier offiziell zu tun? Ja. Dann steh den Arbeitern nicht im Weg. Du kommst mir bekannt vor. Kennen wir uns? Mm-mm.
Doch, wir kennen uns aus der Vergangenheit. Oh. You? Hey, Kumpel. Na toll, der wieder. Witzig, das wollte ich auch gerade sagen. Sollst du nicht im Gefängnis sitzen? Solltest du nicht mit dem Rest von Kids Gang im Knast sein? War ich, aber dann ergab sich eine Gelegenheit und ich hab... gesungen wie ein Kanarienvogel. Ich nenne es einen bewundernswerten Sinn für Selbsterhaltung gezeigt. Spielst du später noch Klavier für Trixie? Nein. Warum nicht? Weil die kleine Sauberfrau heutzutage zu anständig ist, um sich mit Q-Ball abzugeben. Du scheinst sauer auf Trixie zu sein. Sauer? Trixie und ich kennen uns schon ewig. Ich weiß Sachen von ihr, die nicht mal Kid weiß. Sachen, bei denen es dir die Schuhe auszieht. Ach ja? Oh ja. Und wie sie jetzt hier herumstolziert und so tut, als ob sie was Besseres wäre, das, naja, das stinkt mir halt, weißt du? Hey, also können wir was Skandalöses rausfinden. Das ist schon mal sehr gut. Was ist denn mit deinen Zähnen? Meine Zähne? Ja, sie sind grün. Ich weiß nicht, wovon du da sprichst. Ich dachte erst, das wäre ein Grafikbug, die Zähne. Was Neues von Kid gehört? Wir reden gerade nicht miteinander. Liegt wohl an unseren unterschiedlichen Inhaftierungsgraden. Was für ein Zeug musst du denn hier so schleppen? Kein Schimmer. Elektro dies, Robo das, Dynamo was auch immer. Ich verstehe nur Bahnhof. Echt jetzt? Was ist mit deinen Zähnen los? Nichts. Gar nichts. Ich... Ach, Mist. Was ist los? Es sind diese... Dr. Fringles Eigenkuchen? Eine Kiste voll ist vom Laster gefallen, den ich entladen habe. Und ich kann nicht aufhören, sie zu essen. Konnte ja nicht ahnen, dass die meine Zähne grün färben. Na, bei Algen hätt's wohl klingeln sollen. Verpetz mich nicht bei Artie, okay? Ich brauch den Job, echt. Kein Ding, aber ich behalte die Kuchen wohl besser. Klar, Kumpel. Algenkuchen, okay. Also, was ist denn so peinlich an Trixies Vergangenheit? Klar, das werde ich dir erzählen. Ach, komm schon. Nein. Pass auf, dann erzähl ich dir erst was Peinliches über mich. Zum Beispiel? Meine Mom hat sich an mich rangemacht. Meine Mom hat mich in Unterwäsche gesehen. Meine Mutter hat sich sogar unter Alkoholeinfluss an mich rangemacht. Autsch! Okay, Kleiner. Du hast gewonnen. Das war ziemlich peinlich. Fast so peinlich wie das hier. Ist das Trixie? Yep. Hat nicht gerade viel an. Kein Scherz. Vor ein paar Jahren war sie auf einigen dieser künstlerischen Postkarten. Hab einen ganzen Stoß davon. Kann ich eine haben? Ich weiß nicht. Du hast damit doch nichts Schlechtes vor, oder? Ich verspreche, es ist für das Allgemeinwohl. Gut. Okay. Hey, locker bleiben. Du redest komisches Zeug. Da Trixie aber echt ein schönes Geweih. Das würde Edna aber ganz sicher nicht gut heißen. Ja, schönes Geweih. Nicht schlecht. Und der Typ ist da, da ist Edna. Da ist Trixie, dann... Ja. Vielleicht sollten Sie sich das mal ansehen. Warum in aller Welt sollte ich mir... Wow, was haben wir denn hier? Oh, Sir, Mr. McFly! Es scheint, Ihre Muse hat mehr inspiriert als nur den Fortschritt. Trixie? Oh nein, nein, nein. Was tun Sie mit einer schmuddeligen Postkarte? Was tut sie auf einer schmuddeligen Postkarte? Ich schwöre, Mr. McFly, wenn Sie das nicht überzeugt, dass Trixie Trotter ungeeignet ist, Hill Valley zu repräsentieren... Ich brauche keine Vorträge, wen ich einstellen kann und wen nicht, Miss Strickland. Trixie ist verdammt gut in dem, was sie tut. Mir ist egal, ob sie früher... das wilde Weib aus Winnipeg war. Ihre Vergangenheit interessiert mich. Trixie? Was ist denn, Artie?
Ich will ja nicht neugierig sein, aber in welchem Staat bist du aufgewachsen? In der Provinz Manitoba. Warum? Nicht einmal Amerikanerin! Nun ja, Darling, die Satzung besagt ausdrücklich, dass die Hostess der Expo Amerikanerin sein muss. Wenn du wirklich Kanadierin bist... Werde ich gefeuert? Du feuerst mich? Ich will es nicht. Hier, da hast du's wieder. Nun, ich bin froh, dass endlich jemand auf die Vernunft hört. Wir müssen reden. Gibt Trixie alles, was sie benötigt, um Edna eifersüchtig zu machen. Okay. Das Problem ist natürlich, ich hoffe, dass das jetzt kein Keil zwischen unserem Großvater und Trixie bringt. Okay, komm. Trixie? Ich mache es! Diese Schnepfe wird vor Eifersucht platzen. Sehr gut. Ich habe schon alles geplant. Wenn Emmett auftaucht... Wir tun es auf meine Weise. Was? Improvisation ist nicht meine Stärke. Und ich werde keinen Text lernen. Aber ich habe einmal in diesem Stück gespielt. Das Hausmädchen in Not. Ich könnte eine Szene daraus vorführen. Okay. Dafür brauche ich aber noch ein paar Requisiten. Warum überrascht mich das nicht? Einige Pelze. Einen großen Diamanten. Er muss auch nicht echt sein. Das macht es leichter. Und etwas von deinem Freund, diesem Emmett. Hat er ein Fotoalbum? Ich weiß nicht. Wahrscheinlich. Bring es mir einfach. Pelze, ein Diamant und Emmets Fotoalbum. Und dann? Lehn dich zurück und sieh die Fellfetzen fliegen. Klingt ja irgendwie nicht ganz so leicht, ne? Hi, Trixie. Oh, hey, Kleiner. Sag mal, wäre es nicht am einfachsten, wenn ich zu dieser Strickland-Tante gehe und ihr eine verpasse? Naja, es wäre zwar unterhaltsam, aber deswegen würde sie sich nicht von Emmett trennen. Ach ja, richtig. Hast du alle Requisiten, die ich wollte? Die Pelze? Nicht alle, aber ich arbeite daran. Gut, ich... Wollte eigentlich nicht in sie reinlaufen. Okay, dann also zum Labor von Emmett. Und mit dem Kuchen in Grünen ihn wohl auch die Zähne grün machen können? Weil sie sagt ja, er läuft immer so gepflegt herum. Meine grüne Szene wären nicht so ganz... Die Browns wohnen am Riverside Drive. Viel zu weit, um hinzulaufen. Wie Doc wohl mit dem DeLorean vorankommt. Ja, stimmt, das können wir machen. Laufen ist da echt ein bisschen zu weit. Schauen wir mal hier. Haben Sie rausgefunden, was mit der Zeitleitung nicht stimmt? Bin mir nicht sicher. Möglich. Scheinbar ist es ein einfaches Verkabelungsproblem. Aber zur Sicherheit prüfe ich es noch einmal. Die Grundausstattung scheint zu funktionieren. Könnte ich mir vielleicht den DeLorean ausleihen? Ich will Ihr jüngeres Ich im Labor besuchen. Also, ich weiß nicht. Die Zeitleitung... Ich fahre auch keine 140, versprochen. Trotzdem, ich möchte ihn nicht aus den Augen lassen, wenn er so unberechenbar ist. Weißt du was? Ich mache eine Probefahrt. Eine Minute in die Vergangenheit. Besteht er den Test? Kannst du ihn nehmen? Es hat geklappt. Oder nicht? Nein, offenbar war die Zeitabweichung diesmal noch größer. Ich bin vor 6 Stunden angekommen. Oh, schade. Ich wollte nicht riskieren, deine bisherige Arbeit zunichte zu machen und habe mich versteckt gehalten. Doch die Zeitverzögerung war nicht umsonst. Ich war im Haushaltswarenladen und habe Teile für einen chronometrischen Analysator gekauft. Ein was? Ein Diagnosegerät. Sieh her, ich schließe es an die Zeitleitung an und starte einen Durchlauf. Wenn die grüne Leuchte angeht, sollte ich alle Daten haben, um den Umfang des Problems festzustellen. Hey, bringen Sie das Ausstellungsstück wieder zurück! Du musst dir wohl ein anderes Gefährt suchen, wenn du zum Labor kommen willst. Okay. Dann müssen wir wahrscheinlich mit dem Auto da drüben fahren, oder? Oh, Lastwagen. Keine Schlüssel.
Ich muss woanders ein Gefährt finden. Hey, Kumpel. Na toll, der wieder. Bist du immer noch sauer auf Trixie? Ja, aber noch mehr auf den, wegen dem sie gefeuert wurde. Bleib sauber, Cuba. Das versuche ich doch immer. Sauer auf mich, okay. Obwohl ist er sauer auf Arti, weil er ihn gefeuert, weil er sie gefeuert hat. Oh, diamantenförmiges Prisma. Wo ist das? Netter Klunker. Aber ich komme nicht ran. Nope. Natürlich wollen sich unsere Bürger auch gelegentlich an die frische Luft wagen. Und was könnte schöner sein als eine Spritztour mit dieser super Hochbahn von morgen? Ja, die Welle der Zukunft sieht halt wirklich aus wie die Zukunft. Natürlich wollen sich unsere Bürger auch gelegentlich an die frische Luft wagen. Und landwirtschaftliche Fortschritte wird es eine Spritztour mit dieser blühenden Bevölkerung zu ernähren. Keine Lust zu warten, bis Mutter Natur ihre Arbeit tut? Ein Knopfdruck und tada, ein künstlicher Regenguss wässert die trockenen Felder. Morgen, Micha, na? Vielen Dank für deinen Resub im 7. Monat schon. Vielen lieben Dank, mein Lieber. Alles klar bei dir? Gut geschlafen? Wie ist Prisma? Wir haben hier drei Knöpfe. Auf jeden Fall sieht was anderes. Knopf drücken, um das Hill Valley der Zukunft zu erleben, circa 1981. Ich glaube, auf der Zeitachse war ich noch nicht. Ja, bei mir ist auch alles gut. Leg sie später nochmal hin. Da willst du auch gleich streamen, ne? Wie gesagt, wenn ich hier fertig bin, dann weiß ich schon, wo ich hin raide. Gut, ja, 1981, ne? So haben sich 1931, 1981 vorgestellt. Aber ich meine, das sieht man ja auch in Filmen aus den Zeiten, dass sie sich die Zukunft sehr, 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 sehr anders vorgestellt haben, als sie heutzutage ist. Der Zug der Zukunft. Meine Zukunft wäre nicht so schlampig konstruiert. Hi, Miss Strickland, ich wollte nur... Zerstören Sie, was Sie wollen, Mr. Corleone, das juckt mich nicht. Halten Sie sich nur von Emmets Stand fern. Apropos, ich sehe besser nach, was er macht. Sie sollten hierbleiben. Was? Ich meine, Sie sollten sich um diese Sache kümmern, am Anmeldungsstand. Ach das, wir haben endlich das Formular gefunden. Es war in meiner Tasche. Aber... Na, kein Wort mehr. Ich habe den Rest des Tages schon durchgeplant. Miss Strickland! Entschuldigung, ich weiß nicht. Himmel, Sie haben Ihre Haare abrasiert. Aber Carl Sagan? Hätten Sie einen Augenblick für mich? Ich weiß nicht, ob es angemessen ist, sich mit einem mutmaßlichen Brandstifter sehen zu lassen. Ich denke, es ist vielleicht in Ihrem Interesse. Sehen Sie, ich weiß, wo wir... Lassen Sie uns irgendwo reden, wo wir ungestört sind. Geh, ich beschäftige Sie, bis du zurückkommst. Gut, dann haben wir das auch schon mal nicht. Jetzt haben wir eine Art Skateboard. Das Skateboard, okay. Aber wir kommen bestimmt doch irgendwie... Knopf drücken, um das Hill Valley der Zukunft zu erleben, circa 1981. Wir will ja die eine haben für ihr Projekt. Süße Träume, Hill Valley. Die Expo möchte Sie daran erinnern, alles, was Sie brauchen, um Ihre Träume wahrzumachen, finden Sie bei Hell's Eisenwaren. Hell's Eisenwaren, seit 1895 im Dienste unserer schönen Stadt. Eisenwaren, okay. Dann hier. Ah. Und nach dem Regen? Ein künstlicher Regenbogen, der die Menschen von Hill Valley daran erinnert, dass ihre Wünsche erfüllt werden und das Leben schön ist. Mal beides gleichzeitig machen?
Und nach dem Regen? Ein künstlicher Regenbogen, der die Menschen von Hill Valley daran erinnert, dass ihre Wünsche erfüllt werden und das Leben schön ist. Da haben wir schon mal den, das Prisma. Wo wir schon mal gehen, hoffe ich. Voila! Hallo! Ziemlich schick für einen falschen Klunker. Gib her! Mach so weiter und ich find noch echt Gefallen an dir. Find lieber falschen Gefallen an Emmett. Ich arbeite dran. Was ist mit den Pelzen und dem Fotoalbum? Ich bringe sie Ihnen. Buch ein paar Pelze für Trixis Vorstellung. Micha, guck mal in den Chat. Ah, jetzt. Ich kann Arthur und Safe im Auto. Hey, Artie! Hey, Mr. Sonderagent! Wie läuft die Geheimmission? Wenn alles genauso läuft wie geplant, sollte in Kürze alles erledigt sein. Wenn ich meine Rolle spielen soll, ich höre aufs Wort. Sie haben Grandma, ich meine Sylvia, noch nicht getroffen, oder? Meine Kontaktperson? Noch nicht. Ist er oder sie auf der Expo? Ich glaube nicht und ich bin mir ziemlich sicher, es ist eine sie. Er ist eine Kontaktperson, ne? Sie sind also bei der Expo für die Anmeldung zuständig? Und Chefbuchhalter und Zahlmeister. Sie bringen's zu was. Das wäre alles nicht passiert, hätte ich nicht auf die Vorladung reagiert. Warum mussten Sie Trixie feuern? Glauben Sie, das wollte ich? Es ist verboten, wissentlich eine Kanadierin zu engagieren. Ich will nicht wieder Probleme mit dem Gesetz. 1931 war schon fies. Probleme mit dem Gesetz, wenn man eine Kanadierin arrangiert. Halten Sie nach Sylvia Ausschau. Was soll ich tun, wenn ich sie treffe? Lassen Sie einfach der Natur ihren Lauf. Ich schätze, für Tennant zu arbeiten fehlt Ihnen nicht. Nein, Sir. Ich weiß nicht, wie ich jemals an so einen brutalen, gefährlichen Gangster geraten bin. Und dann noch unbezahlte Überstunden. Machen Sie nur so weiter, Grandpa. Großvater? Das ist unser Codename für Sie. Oh, ha, witzig. Der Codename ist Großvater. Jetzt haben wir immer noch kein Auto, ne? Wir bräuchten also eigentlich die Schlüssel. Obwohl, wir können ja Autos der Zukunft zählen, mal gucken. Vielleicht mal da ein Auto, das wir nehmen können. Sehen Sie die Autos der Zukunft. Wird präsentiert von Stadler de Soto. Dank meinem verschärften Zug-Skateboard brauche ich den DeLorean nicht zur Fortbewegung. Ach so, ja, gut. Okay, ich kann das Skateboard benutzen. Das hätte ich jetzt ja eigentlich nicht daran denken können, ne? Gut, dann schauen wir mal, ob wir mit dem Skateboard jetzt auch dahin kommen. Warte, Emmett. Hoffe, du bist bereit für eine Trennung. Dann wollen wir mal. Emmett? Danke nochmal für Ihre Unterstützung, Detective Parker. Detective? Was zur Hölle macht Kit hier? Nichts Kriminelles. Ich habe nur eine Gedankenkarte von Mr. Tennant für unsere Expo angefertigt. Man würde Edna und mir nie erlauben, eine Live-Demonstration des mentalen Affinitätsmessers mit einem Gewalttäter vorzuführen. Aber so wird's auch gehen. Okay, was nun? Nach dem Eintopf sehen, die Karten sortieren. Oh, das hätte ich beinahe vergessen. Edna schwingt ganz schön die Peitsche, was? Nun ja, aber das tut sie nur zu meinem Besten. Ohne sie werde ich so leicht abgelenkt. Hat sie dich geschickt, um nach mir zu sehen? Ja, sie wollte selbst kommen, aber... Sie ist auch beschäftigt, ich weiß. Du bist zwar nur ein schwacher Ersatz für Ednas Liebreiz, aber fühl dich ganz wie zu Hause. Danke.
Du musst mir nicht danken. Ohne dich wäre ich niemals so weit gekommen. Ich bin mit meiner absoluten Traumfrau zusammen und nur noch knapp 6 Stunden von meinem größten wissenschaftlichen Erfolg entfernt. Moment, 6 Stunden? Mein Gott, die Zeit läuft mir davon. Hey, überzeuge Edna davon, dass Emmett kein Musterbürger ist. Wenn ich Emmets Gedankenkarte nehme, sollte ich sie besser mit einer anderen austauschen. Problem ist aber, dass die Gedankenkarte... Das Gehirn eines degenerierten Kriminellen. Das ist Kit Tennants Gedankenkarte, eine Aufzeichnung von unserem Gehirnvermessungshelm. Dank dieser Karte erkennst du, dass er ein Verbrecher ist? Nein, aber wenn sie in den mentalen Affinitätsmesser geschoben wird... Verrückt. Nicht verrückt. Das ist Wissenschaft. Okay, damit können wir also sehen, was wir machen. Also ich müsste jetzt eigentlich eine Gedankenkarte von ihm haben mit seinem Namen. Was ist das? Das sind Gedankenkarten von Dutzenden Personen, die ich in den letzten Wochen getestet habe. Ich muss sie noch vor der Expo sortieren. Warum? Edna will alle Bewohner von Hill Valley mittels ihrer mentalen Affinität katalogisieren. Ist das nicht süß? Nicht wirklich. Was? Er hat da schon angefangen mit dem Überwachungsstaat. Wie arbeitet dieses mentale Affinitätsdings? Hier, ich zeig es dir. Hey! Die Person trägt einen Gehirnvermessungshelm, der das Gehirn mit Hilfe der Leitfähigkeit der Haut und des elektrischen Widerstands auf der Oberfläche des Partiallappens untersucht. Ach so. Wenn ich den Gehirnvermessungshelm mit diesem Knopf anschalte, wird das Testobjekt verschiedenen visuellen Reizen ausgesetzt, die einige positive und negative Reaktionen auslösen, welche dann durch diese Lichter am Helm angezeigt werden. Hey, ist das... Wenn die Reaktionen aufgezeichnet wurden, werden sie an diese spezielle Schreibmaschine gesendet. Diese druckt eine Lochkarte, die eine Karte der Gedanken darstellt. Hey. Ich sehe nichts weiter als viele Löcher. Für dich mag es so aussehen, aber für unseren mentalen Affinitätsmesser hier ist dies der Weg zu deinem Unterbewusstsein. Pass auf, ich werde jetzt deine Gedankenkarte in den MAM schieben. Faulpelz? Dieses Ding nennt mich einen Nichtsnutz? Nein, deine physiologischen Reaktionen taten es. Hey. Aber so kann man ja jedem irgendein komisches Gedankending zuordnen und am Ende passt es nicht. Können wir den Knopf zum Wechseln der Dias? Nichts passiert. Der Knopf wechselt während des Gedankentests zwischen den Dias. Er funktioniert nur, wenn der Test gerade läuft. Was macht diese Schreibmaschine nochmal? Während des Affinitätstests empfängt sie Daten vom Gehirnvermessungshelm und wandelt sie in Lochkarten um. So wie die von Mr. Tennant dort drüben. Klingt kompliziert. Eigentlich war es sehr leicht, alles zusammenzubauen, nachdem Edna mich auf die Idee gebracht hatte. Klingt für mich, als würdest du an härteren Problemen arbeiten. Was? Tut mir leid, ich muss weiterarbeiten. Das Problem ist, wir müssen wahrscheinlich jetzt irgendwelche Dias austauschen, damit dann seine Karte anders ist als die anderen. An deiner Stelle wäre ich sehr vorsichtig. Warum? Das Raketentreibstoffexperiment hat wohl einen Zahn aus der Handkurbel herausgebrochen. Wenn du sie mehr als 10 Sekunden drehst, dann... Au! ...bekommt man einen Stromschlag. Ah, okay. Gut. Was ist das? Das ist das Plakat, das wir an unserem Stand auf der Expo anbringen. Der Wissenschaftler, der Kit Tennant schnappte? Eine kleine Übertreibung, aber Edna meint, das zieht Besucher an. Wie findest du das Bild? Naja, das Bild ist echt nicht so toll. Scheint, als kämpfst du mit einer Verstopfung. Was? Edna meint, ich würde ernst aussehen. Ja, ernsthaft fokussiert auf... Schon verstanden. Ich muss ein besseres Bild finden. Unglücklicherweise stehen einige zur Auswahl. Das Foto schwer. Extrem. Meine Mutter hat aus der fotografischen Katalogisierung meines Lebens eine Obsession gemacht. Hey, Emmett, ich muss für eine Weile raus. Nein, ich dachte, Edna rauskommen. Hätte dich geschickt, damit ich nicht abgelenkt werde. Oh, du schaffst das schon. Ich muss jetzt... Ich muss jetzt... Ich muss jetzt zurück.
Mist. Ein falscher Klick. Dann nochmal. Straße. Wie geht's? Wie steht's, Emmett? Keine Zeit für Plaudereien. Ich muss Maschinen vorbereiten und Gedankenkarten sortieren. Also. Vor allem. Was lag da vor mir? Jetzt laufe ich komplett einmal um den Tisch rum. Hey Emmett, ich habe eine Idee. Was? Warum bringe ich dein Fotoalbum nicht einfach zu Edna? Dann kann sie eins aussuchen. Großartige Idee. Sie hat einfach ein besseres Auge dafür. Ha, danke, Kumpel. Nicht der Rede wert. Können wir ihnen noch das, den Kuchen essen lassen? Hier rumgehen, von da hin ansprechen können. Emmett, so. Geben wir ihm mal Kuchen. Hey Emmett, kleiner Imbiss. Allerdings, was hast du denn? Das ist so eine Art Algenkuchen. Er soll nahrhaft sein. Oh, davon habe ich schon gehört. Na, hoffentlich ist das gesund. Okay, das gibt rote Gedanken. Also muss ich eigentlich machen, dass er bei jedem Bild eigentlich einen roten Gedanken hat. Das kann ich mit dem Essen machen, mit dem Elektroschlag. Oh, Ede, du bist ja auch da. Moin, moin, mein Lieber. Also, diese kleinen Karten kommen in die Maschine rein und die sagt dir dann, ob jemand gut oder böse ist? So ungefähr. Der Helm erledigt die ganze Arbeit. Der mentale Affinitätsmesser ist nur ein verbesserter Spielautomat. Und wozu das dann alles? Edna sagt, dass Menschen Blitzlichter und schnelle Urteile mögen. Ich kann da nicht widersprechen. Immer wenn ich Edna küsse, sehe ich Blitze und verliere mein Urteilsvermögen. Du machst Witze. Wo wir das Ding einschalten endlich? Ausgang, Plattenspieler. Was ist denn der Plattenspieler? I don't care von Trixie Trotter? Edna mag diese Art von Musik nicht wirklich. Aber ich finde sie sehr beruhigend. Oh. Hey, können wir hier mit Frankenstein gucken? Tut mir leid, Michael. Ich brauche diesen Projektor, um positive und negative visuelle Reize für meine mentalen Affinitätstests abzubilden. Frankenstein sollte besser auf einer großen Leinwand angeschaut werden, oder? Muss ich wieder ausschalten? Wenn ich Emmets Gedankenkarte nehme, sollte ich sie besser mit einer anderen austauschen. Nein, 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 nicht ausschalten! Das ist meine Lieblingsstelle. Oh. Hey Emmett, was kochst du da? Das ist ein altes Brown-Familienrezept für Hasenpfeffer. Hasenpfeffer? Kanincheneintopf. Der Trick ist, den Kreuzkümmel erst eine Stunde nach den Karotten zuzugeben. Riech mal. Hast du je in deinem Leben etwas Besseres gerochen? Es ist kräftig, ja. Es köchelt jetzt erstmal so vor sich hin. Hier ist es schon ein bisschen runtergekommen, ob ich heute Nacht gar nicht so viel. Mario? Was macht die Bakterienkultur? Geht so, die Bakterien sind etwas außer Kontrolle geraten. Ich musste den Stickstoffschlauch mit einer Klemme verschließen, damit das Labor nicht vom Gestank überflutet wird. Meine Gedankenkarte, die Ölkanne. Ölkanne da. Was ist das? Das ist eine Kanne Motorenöl, Raketentreibstoffabfall und diverse chemische Reste meines aufgegebenen Raketenautos. Eklig. Ja, es ist in der Tat ziemlich eklig.
Wärst du wohl so freundlich, es zu entsorgen, wenn du gehst? Sicher. Das sollten wir aus Versehen über ihn schütten, denke ich. Moin, Navi, na? Auch fleißig Winterdienst heute Morgen gemacht, oder ging's? Was ist denn der Projektor eigentlich, der die Bilder darüber wirft? Ich hab nichts verändert, nee. Es hat keiner gesagt, dass ich leise bin. Das ist der Erste. Kann ich hier lauter stellen, das Mikro? Besser? Viel besser, okay, danke. Ja, bis jetzt hatte keiner was gesagt, dass ich zu leise bin. Du bist der Erste. Kann er doch sagen. Ich finde das ja gut, wenn mir jemand sagt, dass ich leise bin. Hey, Emmett, ich hab... Wow. Ups. Was zur Hölle? Oh nein, das tut mir leid. Dein Anzug ist ruiniert. Edna wird stinksauer sein. Falsch! Was? Als Edna mir diesen Anzug gab, war mir sofort klar, dass die Wahrscheinlichkeit, ihn sauber zu halten, gegen Null tendierte. Also habe ich das hier angerührt. Huch, was war das? Ein chemisches Mittel, das jeglichen Schmutz von allen Oberflächen entfernt. Emmett, du wirst Millionen verdienen. Nicht allzu schnell, fürchte ich. Aufgrund einer inhärenten Instabilität in der molekularen Zusammensetzung zerfallen die chemischen Bestandteile des Reinigers nach 12 Stunden in eine Reihe stoffzerfetzender Enzyme, was den kommerziellen Nutzen einschränkt. Moment, heißt das, dass sich dein Anzug in 12 Stunden auflösen wird? Gott nein, das Mittel löst sich nach der Anwendung in Luft auf. Doch wenn man diesen Reiniger noch 11 Stunden und 53 Minuten altern ließe, würde er diesen Anzug schneller zerfressen als 1000 hungrige Motten. Und das wäre eine Katastrophe von unvorstellbaren Ausmaßen. Warum? Okay. Weil dieser Anzug Ednas Großvater gehörte, der ihn bei seiner Hochzeit trug. Der Arme wurde nur wenige Jahre später erschossen. Emmett? Genug der Tagträume. Zurück an die Arbeit. Wie kriegen wir denn hin, dass das altert? 12 Stunden. Der Reiniger wirkt nicht sonderlich... tragbar. Aber die ist tragbar. Eine Parfümflasche? Ja, nein, klar, es ist eine Parfümflasche. Aber da drin ist eine konzentrierte Dosis meines Allzweckreinigers. Dieses Spray sollte für die nächsten 12 Stunden halten, bevor seine chemischen Bestandteile in eine Reihe stoffzerfetzender Enzyme zerfallen. Clever. Hey, nimm was zur Hölle ist das? Was? Sorry, ich dachte, ich hätte eine Tarantel gesehen. Eine Tarantel gesehen. Na geil. Okay, jetzt haben wir das Zeug. Wir haben ja eine Zeitmaschine, wenn die funktioniert. Frage, müssen wir die Gedankenkarte überhaupt ändern? Wir haben ja jetzt die Möglichkeit, ihn... ihn seinen Anzug zerfressen zu lassen. Er hat jetzt grüne Zähne. Und wir haben die Sache mit Trixie am Laufen. Brauchen wir noch Pelze für sie. Gehen wir erstmal zurück. Gucken wir mit der Zeitmaschine. Was? Ich habe nur über die Zukunft nachgedacht. Das Gerede über Ednas Großvater hat mich etwas erkennen lassen. Bitte lass es etwas mit Blitzen zu tun haben. Das Leben kann kurz sein. Manchmal gnadenlos kurz. Also, warum soll man sein Glück nicht genießen, solange es noch geht? Ich weiß nicht, ob mir das gefallen soll. Ich habe es eigentlich für den Valentinstag geplant. Aber warum warten? Ich weiß, was ich will. Emmett, nein. Ich werde Edna einen Heiratsantrag machen. Jetzt gleich. Nein. Oh, richtig. Ich werde bis heute Nacht bei der Expo warten. Da ist es dann auch viel romantischer. Denk dir nur, morgen um diese Zeit werden Edna und ich verlobt sein. Und wir werden von der Wissenschaft gefeiert werden. Das verdanke ich nur dir. Oh. Gern geschehen. Hey. Wir werden das schon irgendwie hinkriegen. Wollen wir die Lori jetzt benutzen für 12 Stunden oder nicht?
Doc wollte, dass ich ihm sage, wenn das Lämpchen an dem Diagnosedings grün wird. Nein, noch kein grünes Licht. Also muss erwarten, dass es grün wird, das Licht, okay. Oh, hier ist ja der nächste offen. Der nächste Stand. Und da kriegen wir den Pelz her wahrscheinlich, ne? Und willst du? Pelze gespendet von Lamonts Hermelin-Pelze. Wenigstens dienen sie einem guten Zweck. Sie stecken in der Teergrube fest. Die Zeiten in Hill Valley mögen schwer sein. Doch unsere Sorgen scheinen unbedeutend, wenn wir uns zurück ins Pleistozän versetzen. Erwartet sie nur Ärger, wenn sie vor die Tür gehen? Na, zum Glück ist es kein Tyrannosaurus, König der Urzeitechsen. Und wenn sie in Schulden versinken, tja, sie könnten auch in etwas viel Klebrigerem versinken. Zum Beispiel in den Teergruben von Hill Valley. Diesen Blick in die ferne Vergangenheit präsentierte ihnen Lamonts Hermelinpelze. Denn Pelz ist für die Ewigkeit. Können wir das benutzen an dem Pelz, der sich löst? Gut, dass ich das vor dem Ablauf von Emmets 12-Stunden-Frist gemacht habe. Sonst hätte der Reiniger den Pelz aufgelöst. Dann wollen wir mal die Pelze ablegen, nicht wahr? Ja. Dann machen wir jetzt schon mal das. Hi, Trixie. Oh, hey, Kleiner. Sag mal, wäre es nicht am einfachsten, wenn ich zu dieser Strickland-Tante gehe und ihr eine verpasse? Naja, es wäre zwar unter... Ach ja. Naja, schon. Haben Sie denn jetzt auch alles für Ihren großen Auftritt? Was ist mit den... Wir müssen erst die Sachen hier geben. Dann gib mir den Nerz. Hey, Trixie. Sind diese Pelze gut genug? Naja, sind etwas schäbig, aber sie genügen. Jetzt bring mir das Fotoalbum und wir sind im Geschäft. Ich habe Emmets Fotoalbum mitgebracht. Mal sehen. Wow, sieht gar nicht so schlecht aus für einen Eierkopf. Denken Sie daran, Sie sollen ihn nicht wirklich verführen. Ich vergreif mich nicht an Kindern, Kleiner. Haben Sie denn jetzt auch alles für Ihren großen Auftritt? Alles außer deinem Freund. Emmett Brown, rote Haare, etwa so groß. Er wird mit Edna Strickland zusammen sein. Aber nicht mehr lange. Klasse. Die ist böse. Okay, das ist schon mal in die Wege geleitet. Müssen wir also gucken, dass die Zeitmaschine grün leuchtet, ob wir die benutzen können, um das Zeug... Soll schon in die Zukunft zu bringen. Hey, das Lämpchen ist grün. Das bedeutet, Doc kann den DeLorean wieder rausfahren. Danke für den Glück. Ella. Hey Doc, ich meine, Mr. Sagan. Entschuldigen Sie mich kurz, Miss Strickland. Für den Moment habe ich sie neutralisiert. Wie geht es bei dir mit dem Plan voran? Danke für den Log, Micha, und ja, viel Spaß am Ende, Captain, ne? Das habe ich aus Emmets, ihrem Labor. Eine Anti-Kleb- und Anti-Fleckenformel. Ich erinnere mich. Ich hatte große Hoffnungen für das Mittel. Bis ich merkte, dass es nach 12 Stunden zu stoffzersetzenden Enzymen zerfällt. Das sagte auch ihr jüngeres Ich. Das Teil, das Sie an den DeLorean angeschlossen haben. Der chronometrische Analysator? Ja, die Leuchte ist jetzt grün. Wundervoll! Wenn die Systeme laufen, kann ich einen weiteren Testlauf starten. Ich habe kurz etwas zu erledigen, Miss Strickland. Denken Sie über das nach, was ich Ihnen gesagt habe. Oh, das werde ich. Okay, hoffen wir, dass es diesmal klappt und wir dann in die Zeitmaschine nutzen können. Und wann sind Sie gelandet? Vor 9 Stunden und 37 Minuten. Autsch. Offen gesagt wird es langsam etwas schwierig, mir nicht selbst über den Weg zu laufen. Der Zeitsprung lieferte einige interessante neue Daten über den Flugsbereich. Ich führe weitere Tests durch. Mal sehen, was wir finden. Hey.
das Mittel in den Delorean legen? Weil wenn er jetzt 9 Stunden war, dann müsste er erst nächstes Jahr 12 Stunden sein, ne? Nein, noch kein grünes Licht. Hey. Zeige Edna davon, dass Emmett schlampig ist. Ja, den Reiniger haben wir doch genommen. Die Frage ist halt, wann ist die Lampe wieder grün? Emmets Formel. Noch so gut wie neu. Man weiß ja nie, wann man mal wieder etwas Klebriges auf die Sachen bekommt. Oh, man nimmt hey, das Lämpchen ist grün. Machen wir sie jetzt rein. Ich muss mit Ihnen reden. Verzeihung, meine Liebe. Ja? Ihr Chronometer ist wieder grün. Ausgezeichnet. Hoffen wir, dass mein Testlauf diesmal erfolgreich ist. Ich muss Sie leider wieder verlassen. Nun ja, Sie haben mir viel zu denken gegeben. Hoffen wir auch, dass es klappt jetzt. Beziehungsweise jetzt wird es wahrscheinlich 12 Stunden sein. Ich hoffe. So wie es aussieht... 7 Stunden. Ich bin nah dran, das Problem zu identifizieren. Ich werde den guten chronometrischen Analysator wohl nochmal anwerfen. 7 Stunden. Jetzt ist es... Ich glaube, jetzt reicht's. Nee, es muss ja 12 Stunden sein, ne? Was sagt er jetzt mit der Spülflasche? Docs Reise hat die Formel altern lassen, aber nicht genug, um Säure daraus zu machen. Wieder in den DeLorean rein und gucken, dass der schnell wieder grün wird, damit er wieder nochmal eine Zeitreise macht und wie dann... Nein, noch kein grünes Licht. Die zersetzende Formel haben. Es sind ja 3 Sachen gesagt, ne? So langsam geht's voran. Erst da haben wir den Anzug und dann... So langsam geht's voran. Hey, Sprühflasche. Hey, das Lämpchen ist grün. Okay, grün, sehr schön. Dann lass mal den jetzt... altern, dann hat er das Mobil dabei, machen ihn dann dreckig, wenn er da ist, dann kann er seinen Anzug zersetzen lassen, dann müssen wir immer noch, dass er kein rechtschaffender Bürger ist, ne? Ich muss mit Ihnen reden. Verzeihung, meine Liebe. Okay, Mr. Sagan, lassen Sie sich Zeit. Vielen Dank, Miss Strickland. Ja? Ihr Chronometer ist wieder grün. Ha, Zeit für noch einen Testlauf. Hey. Miss Strickland? Sehen Sie, ich warte auf Ihre Rückkehr. Und ab. Hatten Sie dieses Mal Glück? Kommt darauf an, was du mit Glück meinst. Die Zeit meiner Ankunft war wieder verschoben. Um wie viel? 8 Stunden dieses Mal. Ich hatte Zeit, mir 3-mal Frankenstein anzusehen. Guter Film. Aus wissenschaftlicher Sicht nicht ganz plausibel. Aber ich kann verstehen, wie fasziniert mein jüngeres Ich gewesen wäre. Aber was ist mit dem DeLorean? Oh ja, ich habe etwas Entscheidendes entdeckt. Die Chromelemente der Zeitleitung werden während des Zeitsprungs instabil. Ich sollte sie durch Titan ersetzen. Toll. Nun, leider kann man Titan erst in 9 Jahren käuflich erwerben, nachdem der Kroll-Prozess perfektioniert wurde. In 9 Jahren?
Aber es könnte eine andere Lösung geben. Ich werde den chronometrischen Analysator erneut anwerfen. Dann kannst du, während ich Edna ablenke... Ho, ho, ho. Wo ist Edna hin? Zum Labor. Du machst dich besser auf den Weg dorthin, bevor sie alles verkompliziert. Ich kümmere mich um den DeLorean. Zur Perfektion gereift. Hey Emmett, ich bin zurück. Au. Oh. Meine Güte! Ich hatte gedacht, dass du gekommen bist, um dafür zu sorgen, dass sich Emmett auf seine Erfindung konzentriert. Oh, das ist sie. Aber sie hat gütigerweise alle 45 Minuten eine Kuschelpause anberaumt, damit mein Geist frisch bleibt. Die Zeit ist rum, Liebling. Zurück an die Arbeit. Sollen wir? Nun, Mr. Corleone, was kann ich für Sie tun? Carl Sagan ist drüben in der Highschool. Er meint, er muss Sie sprechen. Tatsächlich? Weswegen? Er hat Hinweise auf den Brandstifter der Bar. Hat er das? Ich glaube zwar nicht, dass sich noch irgendjemand für diese alte Story interessiert, aber ich denke, ich kann für die Aufklärung eines Verbrechens ein paar Minuten opfern. Kannst du es ein paar Minuten ohne mich aushalten, Liebling? Das wird schwer, aber ich werde es irgendwie schaffen. Es ist wichtig, dass er sich konzentriert. Er lässt sich so leicht ablenken. Das will keiner. Wie wir ja noch wissen, im ersten Teil war ja doch in der Vergangenheit, wurde als Brandstifter festgenommen, aber der eigentliche Brandstifter war Edna. Wie wir herausgefunden haben. Ja, dann... Ich muss auch hier oben hinstellen. Das muss man nicht mit stoffzerstörenden Enzymen besprühen. Emmett, hast du eine Sekunde? Klar, ich habe sogar mehrere. Haben wir uns zwei Stellen an. Wie wäre es, wenn wir ein paar Stunden Pause machen und uns einen Film ansehen? Ein paar Stunden? Eigentlich sind es wohl eher so 70 Minuten. Ich habe keine paar Stunden Zeit. Ich muss noch diese Gedankenkarten sortieren. Und die Verkabelung des MAM bereitet mir auch Sorgen und... Schon klar, du hast zu tun. Du kannst Edna nicht heiraten. Warum nicht? Bist du jung? Du bist bestimmt ein anderer zu heiraten. Und Edna ist verrückt. Vergiss es. Du bist zu jung, um zu heiraten. Blödsinn. In der guten alten Zeit hatte ein Mann meines Alters schon zwei Kinder und eine Farm. Also, warum sollte man warten, wenn man verliebt ist? Ach, ja. Da draußen gibt es noch eine bessere. Glaub mir. Ich weiß, du meinst es gut, aber sieh mich an. Ich bin ein ungeschickter Teenager ohne soziale Kompetenz, mit einer Vorliebe dafür, über obskures, wissenschaftliches Zeug zu schwafeln. Ein Wunder, dass es überhaupt eine Frau gibt, die mich anziehend findet. Es könnte Jahrzehnte dauern, bis die nächste so fühlt. Ja, es wird auch Jahrzehnte dauern, ne? Oder auch nicht. Ich meine, es ist ja davor, aber er ist trotzdem älter, also trotzdem Jahrzehnte. Ja. Zeitreisen. Können wir das machen? Ich denke nur, dass Edna dich nicht glücklich machen wird. Auf lange Sicht. Nun, aber sie macht mich jetzt glücklich. Und das zählt. Und was die Zukunft angeht, das steht auf einem anderen Blatt. Das ist auch besser so. Egal, vergessen wir's. Schön! Sag mal, zeigst du diesen ganzen neuen Kram bei der Expo? Ja, das ist unser mentaler Affinitätsmesser. Mentaler Affinitätsmesser? Ich dachte, du arbeitest an irgendeinem Raketenauto. Das Raketenantriebssystem war nicht zu realisieren, wie er der Vorfall mit Einstein zeigte. Ach ja, was ist eigentlich mit Einstein? Ich wünschte, ich wüsste es. Bevor Edna und ich uns näher kamen, hatte ich an einer alternativen Antriebsmethode gebastelt. Unsere Gespräche über die Möglichkeit, moderne Technologien bei gesellschaftlichem Fehlverhalten einzusetzen, hat meine Forschungen in eine völlig neue Richtung gelenkt. Was ist ein mentaler Affinitätsmesser? Das weißt du nicht. Das ist die größte Erfindung seit der Egreniermaschine. Und was macht er? Er liest und wertet die geheimsten Wünsche des menschlichen Geistes aus. Gedanken der Leute, ja. Warum willst du die Gedanken der Leute lesen? Nun, stell dir mal vor,
Erkrankungen des Gehirns per Knopfdruck zu diagnostizieren oder herauszufinden, ob ein Zeuge im Gerichtssaal die Wahrheit sagt, indem man ihn an ein kleines Gerät anschließt. Das kann deine Maschine? Noch nicht. Im Augenblick ist es nur ein verbessertes Potentiometer. Aber mit den Jahren der Forschung und einer Menge Investoren wird der MAM in der Lage sein, unzählige Psychosen und Neurosen zu erkennen. Alkoholismus, Höhenangst, Ödipuskomplexe. Und? Ja, und damit ist das alles heilbar. Natürlich. Der Ansatz ist ja gut. Egal. Ne? Sag mal, du und Edna, ist das etwa was Ernstes? Nun, wir zwei lachen auch schon mal über einen Witz, aber insgesamt nehmen wir das Leben ernst. Wieso fragst du eigentlich, Marty? Nein, ich meine, wie ernst ist eure Beziehung? Oh, nun, als Wissenschaftler kann ich das nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, aber vorläufig nehme ich an, dass ich bis über beide Ohren verliebt bin. Wirklich? In Edna? Was soll ich sagen? Sie ist meine Muse. In den Wochen, seit wir uns treffen, hat sie mich auf so viele wunderbare Ideen gebracht. Ja, okay. Dein Vater? Wie läuft es denn mit dir und deinem Vater? Mich wundert, dass er dein Labor noch nicht abgerissen hat. Er ist immer noch sauer und droht, mich aus seinem Testament zu streichen. Doch ich hoffe, das gemeinnützige Potenzial meines mentalen Affinitätsmessers überzeugt ihn. Bist du sicher, dass Edna die richtige Frau für dich ist? Was meinst du? Ist sie nicht ein kleines bisschen beherrschend? Hey, da fehlt einfach mal die Tonspur. Bevor ich sie traf, war ich ein totaler Wirrkopf. Ich ließ mich von jeder Idee, die mir in den Kopf kam, ablenken. Aber jetzt, dank Edna, kann ich mich auf die nötigen Aufgaben konzentrieren. Wie ein kurzwelliger Strom stimulierender Photonenstrahlung. Konzentration! Ist sie nicht ein kleines bisschen kühl? Lass dich nicht von ihrem Äußeren täuschen, Junge. Edna hat genug Feuer, um einen Liter Wasser in Sekunden zum Kochen zu bringen. Wenn du verstehst, was ich meine. Das ist gar nicht nötig. Hey. Das wird sich ein bisschen fies an. Ich weiß nicht. Ich denke nur, dass Edna ein bisschen gefährlich sein könnte. Das sehe ich auch so. Wirklich? Wie alle unabhängigen Frauen ist sie eine Gefahr für den patriarchalischen Status quo. Das liebe ich so an ihr. Sie bringt Dinge in Bewegung. Wenn du wüsstest. Ja. Ich denke nur, dass du vorsichtig sein solltest. Danke, aber mach dir um mich keine Sorgen. Du siehst beschäftigt aus. Wir können ja später reden. Ja, sicher. Können wir die Schuhverschätze geben? Da ist er. Ich habe schon überall nach der Antikleb- und Antifleckenformel gesucht. Wo hast du ihn gefunden? Draußen im Müll. Merkwürdig. Ich war seit Stunden nicht draußen. Na gut. Willst du dein Jackett nicht säubern? Sieht ziemlich dreckig aus. Erst wenn es richtig dreckig ist. Dieser Reiniger wächst nicht auf den Bäumen. Einige Inhaltsstoffe schon, aber der Rest besteht aus einer synthetischen Polycarbon-Reinigungsmischung. Das schaffe ich. Aber ich warte bis zur Expo, bevor ich Edna vorführe, was für ein Anzug zerstörender Chaot du bist. Jetzt muss ich nur noch dafür sorgen, dass diese Gedankenmaschine Emmett als einen degenerierten Kriminellen ausweist und alles ist bereit. Okay. Wir können die Karte nicht tauschen. Ich meine, es steht ja da Irving Tannen drauf. Also müssen wir eine neue machen. Aber wo können wir die denn anschalten? Das ist die Frage. Gedankenkarte, Eintopf, Bildband. Da. Das Ding liest also Emmets Gedankenkarten. Laut Emmett druckt dieses Ding Gedankenkarten. Na gut, aber können wir nicht das auch irgendwie selber einstellen? Dieser Knopf funktioniert nur, wenn der Gedankentest läuft. Na dann. Ist das... Ah ja, genau, was Böses machen.
Dann den Generator. Au! Da was Böses kommt, ich denke schon. Au! Wollte er ja nochmal grün nach beim Essen, genau. Ja. Der Polizei auch am besten im Sinne. Also nochmal Generator. Au! Dann auf zum Wechseln der Dias. Was ist denn das? Foto eines Tenen. Ah, okay. Und top. Vorsicht! Der Duft darf sich nicht verflüchtigen! Nächstes. Gut, von euch das Flickland. Rot bringen, ne? Nächste Bild. Gelb also wieder auf grün. Na gut, dann können wir ja weitermachen. Und es in der Reihe machen. Mal gucken, was dabei rauskommt. Das ist schlimm genug. Jetzt brauche ich noch eine weitere falsche Antwort und Emmets Karte gleich der von Kit Tennen. So, nochmal das Ganze. Von Edna muss auf jeden Fall böse sein, ne? Au! Machen wir es nochmal. Böser Gedanke. Excellent. Eigentlich war das eine falsch. John Wilkes Booth. Wer ist denn John Wilkes Booth? Googeln. Ja, das ist. John Wilkes Booth. So, oh, das war derjenige, der Abraham Lincoln umgebracht hat. Okay, dann. Würde den natürlich gut finden, ne?
Das riecht gut. Mal ein Stromschlag. Oder zwei. Wieder auf grün gesprungen. Au! Au! Das wird schon werden gleich, ne? Wieder rot. Okay, dann. Noch zum Wechsel der Dias. Tennen, der muss wieder grün sein. Das ist schon sehr schön. Dann. Eines unschuldigen aussehenden Kindes, ja. Au! Das Foto erzählt auch eine Zukunft in ihrem Wohnzimmer, gab die Edna. Au! Man muss natürlich sagen, ne, es ist natürlich echt. Ich meine, die ist schlecht, aber die wird halt alleine enden, ne? Bis sie vorbei ist. Nein, doch, ach, war richtig. Jetzt müsste die Karte sein, wie bei, keine Ahnung. Hey Emmett, ich glaube, irgendwas stimmt mit deinem Gedankentest nicht. Ach, der Schalter hat ständig Kurzschlüsse. Ich habe jetzt keine Zeit, ihn zu reparieren. Das erledige ich auf der Expo. Dann erstelle ich wohl keine Gedankenkarten mehr. Ich schätze, ich probiere es aus und hoffe aufs Beste. Nur durchsichtig. Bingo! Jetzt sieht Emmets Karte wie die von Tennen aus. Jetzt muss ich die nur noch mit Emmets originaler Gedankenkarte vertauschen und seine eigene Maschine wird ihm zum Verhängnis. Das ist alles gleich in die Wege geleitet. Okay, Emmett, mach dich bereit für dein neues Ich. Hey! Was? Ich hätte beinahe meine Gedankenkarte vergessen. Edna hätte mich umgebracht. Wir werden die Karte bei der Expo als seltenes Beispiel eines Musterbürgers zeigen. Das wird sie vermutlich sowieso tun, wenn sie deine Gedankenkarte sieht. Sobald Emmett auf der Expo ist, muss ich dafür sorgen, dass er seine Karte in den mentalen Affinitätsmesser steckt. Ja, das war's auch schon. Wirklich? Yep. Sobald ich den ganzen Kram auf den Laster geladen habe, bin ich bereit für die Expo. Lust mit anzupacken? Wie wär's, wenn ich Edna sage, dass du kommst? Ich bereite sie schon mal auf deine Frage vor. Gut mitgedacht, dann geh. Wir sehen uns dort. Hoffentlich funktioniert das. Wird schon, ne? Wir werden das schon hinbekommen. Die Expo ist offen. Marty! Doc! Was soll denn der ganze Trubel? Es ist gleich Zeit für die Eröffnungszeremonie. Oh Mann, ich sollte lieber schnell machen. Ich glaube, ich hab's jetzt. Wenn alles funktioniert, hält Edna sie bald für den schlimmsten Kerl der Stadt. Mir fehlen nur noch ein paar Teile. Na gut, mach dir nur nicht zu viel Arbeit. Was meinen Sie? Oh. Sie wissen, wie man sie einfach auseinanderbringen kann? Nicht ganz. Ich habe alles noch einmal durchdacht und das ist, Was? In der Zeitachse, aus der du kommst. Der richtigen Zeitachse. Ja, ja. Hab ich da eine Frau? Eine tolle Frau. Clara. Oh, und Kinder. Und einen Hund. Und einen abgefahrenen Zeitzug. Und... Edna? Wie endet die Geschichte für Sie? Was wird aus ihr?
Oh, naja, das mit Edna. Eigentlich einsam und unglücklich, ne? Das ist ja, was ich meinte. Unwissenheit ist ein Segen. Sie sollten das wirklich nicht verfrüht erfahren. Das bringt Unglück. Aber du hast mir gesagt, was aus mir wird. Ja, aber... Ich kann ohnehin nichts daran ändern, wenn sich das Schicksal meines jüngeren Gegenstücks erst einmal ändert. Ich schätze, ich werde in die neue Zeitachse verfrachtet und verliere meine Erinnerung an die alte. Mag sein. Dann verrate mir, einfach um meine Neugier zu stillen, was wird aus Edna? Wahrheit sagen oder lieber nicht die Wahrheit? Ich sag die Wahrheit. Ehrlich gesagt endet das irgendwie traurig für sie. Traurig? Naja, sie wohnt mit ein paar Katzen in einer mickrigen Wohnung und die meiste Zeit schreit sie von ihrem Fenster aus Leute an. Und sie sammelt Zeitungen und lebt in der Vergangenheit. Ich verstehe. Vielleicht sind wir dieses Problem falsch angegangen. Müssen wir meine Zeitachse wirklich vollständig auslöschen, um deine wiederherzustellen? Doc? Vielleicht könnten wir das Beste von beidem haben. Ich könnte mit Edna zusammen sein, aber es wäre etwas ausgewogener. Hören Sie sich eigentlich zu? Wissen Sie, was Sie da sagen? Erinnern Sie sich? Eben. Doc, sie wollte ihren Verstand löschen. Oh, sie war furchtbar. Keine Frage. Schrecklich. Boah. Aber sie hatte anfangs so gute Absichten. Nixon auch. Ich glaub's einfach nicht. Ich meine doch nur, lass uns erstmal tief durchatmen. Dieser raffinierte Plan, das Liebesleben meines jüngeren Ichs scheitern zu lassen, ist das kurzfristige Leid den langfristigen Nutzen wert? Vielleicht finden wir einen dritten Weg, sodass alle gewinnen. Was meinst du? Nee, das geht nicht. Nein. Tut mir leid, Doc. Ich kann Ihnen nicht zustimmen. Sie und Edna gehören nicht zusammen. Du willst uns also unbedingt trennen, auch wenn ich mir etwas anderes wünsche? Im Grunde, ja. Dann ist ja alles gesagt worden. Oh, ist ja sauer. Wo gehen Sie hin? Was kümmert es dich? Willst du die Informationen nicht sowieso überschreiben? Ein guter, der diese Zeitmaschine hat, oder? Manipuliert er jetzt noch die Zeitlinie? Ich hoffe nicht. Hey, Emmett, was treibst du da noch? Oh, hallo, Michael. Schätze, ich leide etwas an Lampenfieber. Ich stehe kurz vor meinem großen Auftritt, weißt du? Keine Ahnung, wie Edna reagieren wird. Wünsch mir Glück. Oh, um Himmels Willen. Du hast irgendwas auf deinem Anzug. Was? Tatsächlich? Oha. Anti-Fleckenformel, zeig, was du kannst! Emmett! Gerade rechtzeitig. Tritt jetzt zurück, wir werden etwas Platz brauchen. Oh, was für ein Anblick. Als wäre er vom Himmel herabgestiegen. Ich fühle mich auch gerade himmlisch. Es gibt da etwas, das ich dich einfach fragen muss. Warte, deine Krawatte ist verrutscht. Ich trage es schon seit Wochen mit mir herum und ich muss es einfach loswerden. Oh. Oh-oh. Oha. Der Anzug meines Großvaters. Meine Formel. Oh. Sieh nicht her. Dreh dich um. Ich komme gleich wieder. Dann können wir es nochmal... Lathrop Brown. Hä? Trixie Trotter? Woher kennst du diese Frau? Ich kenne sie nicht. Ich meine, ich höre ihre Platten und habe sie vielleicht ein- oder zweimal fotografiert, aber ich... Verleugne, dass du mich kennst. Vielleicht ist es wahr, aber ich kenne dich nur zu gut. Was ist hier los? Ihr reichen Jungs seid doch alle gleich.
Ihr glaubt, Besitztümer könnten ein gebrochenes Herz heilen. Du kannst deine Pelze wiederhaben. Und hier hast du deinen protzigen Diamanten. Ich brauche deine teuren Geschenke nicht. Ich brauche dich. Und wichtiger noch, der kleine Emmett Junior braucht dich. Aha. Edna, ich... So nicht. Offenbar bist du nicht der Mann, für den ich dich gehalten habe. Doch, siehst du. Der mentale Affinitätsmesser beweist es. Ich liebe nur dich. Lass mich die Karte sehen. Oh oh. Ich hätte es wissen sollen. Ein degenerierter Krimineller. Aber... Geh mir aus den Augen. Ich will dich nie wiedersehen. Oha. Das war heftig, Emmett. Tut mir leid, dass du das erleben musstest. Aber alles wird gut. Du und ich können... Emmett? Das hat gut funktioniert, hm? Ja. Vielleicht zu gut. Hey. Weil der kleine Emmett Junior... Emmett! Emmett! Geh weg! Komm schon, wo steckst du? Hör zu, es tut mir leid, dass du das bei der Expo erleben musstest. Es ist nicht so gekommen, wie du geplant hattest, aber das wird schon wieder. Verstehst du, ich weiß, wie die Sache ausgehen wird und... Es ist alles aus! Okay, Emmett, bleib da. Rühr dich nicht vom Fleck. Ich weiß, deine Gefühle spielen etwas verrückt, aber tu jetzt nichts Dummes. Gefühle? Welche Gefühle? Meine Gefühle sind tot. Oha. Es heißt, ich sei verrückt und unbesonnen. Es ist mir nicht wichtig. Mir ist egal, ob andere mich kränken wollen. Es ist mir nicht wichtig. Stopp! Ja. Ja. Was machst du denn hier? Spring nicht! Ich wollte nicht springen. Was dann? Gehe ich hin, wenn ich nachdenken will. Oh. Wenn ich allein sein will. Oh. Hm. Worüber denkst du nach? Kapierst du es nicht? Geh weg. Ich brauche dich nicht. Du weißt nicht, was du brauchst. Und du weißt es? Allerdings weiß ich das. Du brauchst... Ein Neustart für dein System. Sieh dir was Spannendes wie Frankenstein an. Frankenstein? Ich sagte, dass meine Lebensgeister erloschen sind. Und du willst über Hollywood-Monsterfilme reden. Es ist ein sehr inspirierender Monsterfilm. Besonders die Szene, wo sie das Monster zum Leben erwecken. Es liegt auf dieser Bahre und wird hochgezogen. Und da tobt dieser Sturm draußen und Blitze zucken. Und nun, das musst du gesehen haben. Es wird dein Leben verändern. Welche Leuchte blinkt an meinem Helm? Gelb. Gleichgültigkeit. Filme sind nicht wichtig für mich. Nichts ist mehr wichtig für mich. Red keinen Blödsinn. Eins ist dir wichtig. Die Rallye ist dir wichtig, die Liebe ist dir wichtig, das Erfinden, ja. Du willst immer noch Dinge erfinden. Erfinden wird überbewertet. 90% ist Übertreibung, 10% Betrug. Nenn mir eine Erfindung, die irgendjemandem was Gutes gebracht hat. Was ist mit... Denk an Edison und die Glühbirne. Das war eine großartige Erfindung. Ja, wenn es in dieser elenden Welt nur etwas gäbe, was wert wäre, beleuchtet zu werden. Automobil? Das Automobil war eine großartige Erfindung. Du liebst Autos, oder? Aha. Vielleicht werde ich ja eines Tages von einem überfahren. Alter. Das Telefon. Diese Erfindung hat die Welt revolutioniert. Ja. Jetzt kann man jemanden von Weitem zurückweisen. Was? Hilf mir hier raus. Du gehst mir auf die Nerven, Corleone. Zumindest würdest du es, wenn mir noch etwas wichtig wäre. Aber wir alle zählen auf dich, weil du derjenige sein wirst, der Hill Valley bekannt macht. Bitte, meine größte Sorge ist, dass ich mein Leben in diesem Kaff vergeuden werde. Oh.
Ich weiß, dein Herz ist gebrochen. Beim ersten Mal ist das immer schlimm, aber du wirst dich wieder verlieben. Irgendwann. Irgendwo wartet eine Frau auf dich und sie ist das Warten wert. Spar mir deine Plattitüden. Seit Edna aus meinem Herzen eine leblose, ausgedörrte Hülle gemacht hat, bin ich fertig mit der Liebe. Für okay. immer. Ich bin dir wichtig. Du? Ja. Du. Du hast mir das angetan. Was denn? Mir ging es gut. Ich habe in der Kanzlei meines Vaters geschuftet. Dann kamst du wie aus dem Nichts daher, hast mir mit Erfindungen den Kopf verdreht und bist wieder verschwunden. 2 Monate später tauchst du wieder auf, bringst mich dazu, den Helden zu mimen und mich mit Edna Strickland zu verloben. Dann erscheinst du ein drittes Mal, gibst vor, mein Freund zu sein, ziehst mir den Boden unter den Füßen weg und lässt mich im Dreck liegen. Okay, damit kann ich leben. Ich hasse dich, Michael Corleone. Ist das überhaupt dein richtiger Name? Oh. Marty. Mein Name ist Marty. Also war alles, was du mir erzählt hast, gelogen? Irgendwie. Warum? Warum hast du mein Leben ruiniert? Spaß, nee. Ich hab's Edna war nicht gut für dich. Sie hat dich auf den falschen Pfad geführt. Verstehe. Du wolltest nur mein Bestes. Ja. Wie mein Vater. Aber da steckt mehr dahinter, denn... Dein Vater kannte deine wahre Bestimmung nicht. Ja, aber du? Ja. Wie konnte ich einen mentalen Affinitätsmesser finden, aber nicht erkennen, dass du völlig wahnsinnig bist? Was spielt das für eine Rolle? Die Welt ist krank. Nein, ich weiß genau, was ich tue, denn... Ich weiß, das klingt vielleicht verrückt, aber hör zu. 1985 wirst du etwas erfinden, eine... Richtig. Es klingt verrückt. Ich versuche dir zu erklären, wo ich herkomme. Nochmal. 1985 wirst du etwas erfinden. Richtig. Ich versuche dir zu... Es war nur ein Spaß. Du hast mein Leben zum Spaß ruiniert? Ja, so verschaffe ich mir etwas Abwechslung. Du Mistkerl. Okay. Die ganze Zeit hast du meine Träume befeuert und mir gesagt, dass ich ein großer Wissenschaftler sein werde. Ja, guter Scherz. Träume sind nur was für Leute, die auch den Mumm haben, sie zu verwirklichen. Du behauptest, ich hätte keinen Mumm? Du? Ha, sieh dich doch an. Was weißt du schon von Träumen? Ha, jemand wie du. Du weißt doch gar nichts über mich. Ich habe mehr Träume, als du jemals haben wirst. Tagträume zählen nicht. Tagträume? Das haben sie auch Edison und Einstein vorgeworfen. Da Frankenstein? Ja, und sieh dir an, was die geschafft haben. Ich hab die Nase voll von Leuten, die mir sagen, was ich tun kann und was nicht. Erst mein Vater, dann Edna und jetzt du. Hör zu, ab jetzt lebe ich mein Leben auf meine Art und folge nur meinem Rat und verwirkliche meine Ideen. Meine Ideen, hörst du? Meine Ideen. Oh. Grundgütiger, ich hab es. Hast was? Die Lösung. Meine Erfindung. Ich weiß, wie sie funktioniert. Der mentale Affinitätsmesser? Nein, nein. Die fliegende Personentransportvorrichtung. Das Raketenauto? Ja. Kein Raketen. Keineswegs Raketen. Da lag der Fehler. Die Grundidee war gut, aber das Antriebssystem war nicht zu handhaben. Aber der Blitz. Der Blitz. Die Antwort ist klar. Es kam mir plötzlich so wie... Ein Blitzschlag? Genau, statische Elektrizität. Superionische statische Elektrizität, die die asynchrone Oszillation reibungsfreier Platten innerhalb... Was macht dieses dumme Ding auf meinem Kopf? Emmett, du, du bist wieder du selbst. Und ich habe meine Zeit mit alberner Gedankenleserei verbracht, während doch ernsthafte Wissenschaft auf mich wartete. Und die Expo fängt um 20 Uhr an. Oh, schnell raus hier, bevor noch irgendwas passiert. Was? Ich sagte schnell raus hier, bevor noch irgendwas... Oha. Er hat der Emmett vor dem Sturz in den Tod. Es bewegt sich kein Stück. Toll, das muss ich auch noch retten. Gut gesehen. So. Oh Mann. Es wird nicht schwingen, solange es an der Statue hängt. So, die Statue abmachen. Okay, Danke, Helm. Soll ich Hilfe holen?
Ich lasse ihn besser nicht allein. Jetzt Laster, Statue, Seil, Tür des Rathaus. Emmett Helm, ich glaube nicht, dass er ihn braucht. Auch Windball. Hey Emmett, was? Er kann mich wohl von hier aus nicht hören. Im Rathaus? Oh, müssen wir was finden, wo wir die Statue machen können, ne? Festhalten! Ich hatte sowieso nichts anderes vor. Wie wieder oben. Na dann. Mal runter und wir müssen die Statue losbinden vielleicht. Das ist ja natürlich eine Möglichkeit, ne? Oh. Es bewegt sich kein Stück. Wie kriegen wir die Statue da ab? Ich dachte ja, dass vielleicht irgendwo noch im Auto dieses auflösende Zeug liegt. Da kann ich die Gitarre nicht anschließen. Wie kriege ich das Ding da ab? Hier ist halt auch nicht viel, ne? Hängt da oben die Statue? Es bewegt sich kein Stück. Na gut. Ist ja auch weit oben, ne? Da kommen wir auch nicht hin. Na, Seil machen können wir zwar hochklettern wahrscheinlich, aber... Der Knoten löst sich nicht. Der Knoten löst sich nicht. Emmett Helm, ich glaube nicht, dass er ihn braucht. Gucken wir die Statue da ab. Nein. Wenn das Schlaube nach dem Kopf hängt. Der Strick ist aus festem Hanf, ich kann ihn nicht lösen. Okay, dann gehen wir nochmal hoch. Haltet durch! Was bleibt mir sonst übrig? Emmett! Was? Hast du was Nützliches dabei? Nur meine Brieftasche! Oh, und diese Anti-Kleb- und Anti-Flecken-Formel! Okay, doch die Formel. Gut. Hab's nämlich fast gedacht, dass es damit funktioniert. Lass dich nicht hängen! Sehr witzig! Lass dich nicht hängen, ja. Ich dachte, die wäre im Auto. Okay, dann... Die Flasche nehmen. Mit Lösung. Das Zeug ist gefährlich. Hm. Nehmen wir mal die Statue ein, ne? Gut. Nehmen wir das. Ups. Ja, ups. Ja, dann das Seil runter. Jetzt können wir. Rechts geht hier nicht mit dem Controller, oder? Was so mit der Maus? Und helfen Emmett. Hab dich! Lass uns verschwinden! Hey. Deine Hose, sie hängt fest! Tu etwas, bevor wir zerquetscht werden! Was machst du da? Vertrau mir! Festhalten! Perfekt.
Wie war gleich dein Name nochmal? Marty. Marty. Danke. Nicht der Rede wert. Ich glaube, er mag uns wieder. Der Beschleuniger muss aus Wolfram hergestellt werden, da die Temperatur im Umwandler fraglos enorm sein wird. Wahrscheinlich müssen wir alle Glühdrähte in meinem Haus abernten. Deine Erfindung? Glaubst du, du kannst sie bis zum Ende der Expo fertigstellen? Das muss ich. Meine Zukunft hängt davon ab. Na dann los. Die oszillierenden Platten müssen natürlich ganz präzise kalibriert werden. Die geringste Abweichung könnte zu einer Fluktuation in der Stärke des Magnetfeldes führen, was zum plötzlichen Wechsel der Polung führen würde. Das Ergebnis wäre katastrophal. Wen juckt's? Meine Rede! Wissenschaft muss chaotisch und unvorhersehbar sein. Wo wäre denn sonst der Spaß? Habe ich aufs Schlimmes, dass wir ihn jetzt dazu gebracht haben, ohne Frankenstein zu gucken? Oh. Soll ich sie mitnehmen? Mr. Sagan, haben Sie Ihrem Auto der Zukunft die Macken ausgetrieben? Nicht alle, aber zumindest ist die Bodenfunktionalität des DeLorean noch intakt. Wie immer habe ich nicht die geringste Ahnung, wovon Sie reden. Das erinnert mich an jemanden, den ich... Aber, meine Liebe, keine Sorge. Sicher wird am Ende alles wieder gut. Vielleicht für alle anderen, aber ich fühle mich wie jemand, der sehr lange einsam und ungeliebt bleiben wird. Vielleicht sollte ich mir eine Katze anschaffen. Hm. Unsinn! Ich kann Ihnen mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, dass Sie ein langes und erfülltes Leben erwartet. Wie können Sie das wissen? Oh, Sie werden schnell feststellen, dass ich fast alles wissenswert über den jungen Emmett, seine Freunde, weiß. Oh oh. Sagen Sie mal, wie viel wissen Sie über Michael Corleone? Alter. Nein. Okay. Let me explain it again. I realized that it wasn't Edna that made my life miserable. It was science. She used my science to turn Hill Valley into a police state. If Emmett doesn't go through with a demonstration at the expo, his dreams of being a scientist will dim just enough for Edna to step back into his life and steer him down another path. Doc. Okay. Will er also das Leben von seinem Vergangenen nicht nochmal so ändern, dass er niemals Erfinder wird? Oh Gott, wie lösen wir das am Ende? Nur mit Edna nicht einsam wird und er als Älterer mit Edna weiter zusammen ist. Nicht gut, nicht gut. Gut, aber ja, damit haben wir die Folge auch zu Ende gespielt und dann geht's nächsten Sonntag weiter, ne, würde ich sagen. Ja. Also wie gesagt, die Story finde ich mega cool von dem Spiel. Oh Mann. Hallo? Liebe Camillo. Ja, ne? 10 von 10. Wer mich wohl auf diese Idee gebracht hat. Danke nochmal dafür. Ja. Damit sind wir, wie gesagt, mit der Episode durch. Nächste Woche geht's dann weiter, nächsten Sonntag. Mit der nächsten. Und danach ist es dann mit dem Spiel vorbei. Das ist die letzte Episode. Ich hoffe, dass wir dann auch alles wieder ins Lot bringen, wie es sein sollte.